Hallo. Was war das letzte? Sauerkirsche. Juti, wir klären das gleich mal am Anfang. Alex. Na, 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 Info! Wir feiern heute nach Daddys Einjähriges. Also ich meine, wir wissen nicht genau, wann er angefangen hat zu spielen. Wir wissen aber ungefähr, wann das erste Video mit ihm hochgeladen wurde. Und mit ungefähr, wann ich da genau. Sind wir auch schon zu spät für. Ja, aber ich war nicht da. Safe. Alles safe. Wir feiern das nach. Das kann man machen. So. Das heißt, heute ist Samstag. Es ist jetzt um 7 abends. Wir spielen so lange, wie wir empfinden, dass wir spielen können. Oder nüchtern sind. Wir empfinden deswegen vielleicht so, dass wir nicht mehr spielen können, weil wir das heute anständig feiern. Das heißt auch, heute wird nicht unbedingt was Sinnvolles passieren. Heute dürfen die Spieler mal Sachen machen, die ich sonst nicht erlaube. Und das wird heute nur bewertet. Heute gibt es nur die Kategorie witzig oder nicht witzig. Und wenn du denkst, dass etwas nicht witzig ist, dann hast du zu wenig getrunken. Jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. Halt die Schnauze, du hässliches Schwein. Sag mal, ist aus der scheiß Flasche gerade schon das erste Viertel weg? Ich sehe das gerade. Ja. Bist du eigentlich blöde? Aus welcher Flasche? Aus der quasi Kalua-Flasche. In der Kalua-Flasche ist ein halber Liter. Wenn ich also einen Liter White Russian mixe. Das ist kein halber Liter. Das ist ein Dreiviertel-Liter. Richtig, naja, aber wenn ich da aber 250 Milliliter Kalur reinkippe, dann passt das doch, dass da ungefähr ein Drittel weg ist. Das stimmt. Hä? Was ist denn jetzt eigentlich dein Problem, Junge? Sie sagte fast die Hälfte. Es sieht sehr erschreckend aus von hier aus. Naja, saufen oder wie soll ich das jetzt missverstehen? Der will mich abfüllen. Hä? Moment! Du hast im Forum gefragt, na, aber da trinken wir doch White Russian oder was? Ja? Dann hast du hier so einen Messbecher hingestellt und da geht ein Liter rein, so dass man es abmessen kann. Ich habe hier keinen Messbecher hingestellt. Doch. Nein? Na, ist völlig irrelevant. Hier ist also ein Messbecher und da geht ein Liter rein. Was soll man machen? Auf jeden Fall. Also die... Bleiben! Die Schlussfolgerung ist auf jeden Fall alle richtig. Alle 5 Minuten aufstehen, scheiß White Russian mixen oder was? Sprich, Daddy. Ich wollte nur sagen, die Schlussfolgerung ist, da gebe ich dir recht, ist hundertprozentig richtig. Wenn sie dir dieses Gefäß gibt und sagt, sie möchte White Russian trinken, machst du dieses Gefäß voll. Bäh. So. Aber ich habe ihm dieses Gefäß nicht gegeben, er hat es sich eigenmächtig geholt. Es stand irgendwo auf einem Tisch, also ich meine... Auch das ist nicht der Fall, es stand im Schrank. Ah nee, stimmt, es stand auf der Anrichte, weil ich voll gekocht habe. Siehst du? Aber es war du hast drin. Es quasi rausgestellt. Vor allem das Ding ist, wenigstens kann man jetzt besser abschätzen, wie viel Schnaps da wirklich rein muss. Ich hätte vermutlich das Mischungsverhältnis anders gewählt, einfach weil das mit den Schätzen immer so eine Sache ist. Aber also alle safe. Was wollte ich noch? Ach genau. Das stand seit heute Morgen draußen. Folge. Ich habe heute Morgen gekocht. Warum kochst du morgens? In der letzten Folge. Na, weil ich ja wusste, dass ich heute arbeiten muss und irgendwie ja sowieso schon eine Stunde zu spät gekommen bin, weil wieder alles... ausgefallen ist. Scheiß Technik. In der letzten Folge. Und dann stehst du da mit den Schraubenschlüssel in der Hand und musst dir alles fixen. Der Schraubenschlüssel? Mit den Schraubenschlüsseln oder dem Schraubenschlüssel. Also sagst du, bei dir war eine Schraube locker. Bei mir war, eigentlich bei meinem Gerät war eine Schraube locker und das war inkontinent und deswegen musste ich es irgendwie fixen. Was ist denn das für ein Gerät? Ein LCMS-Gerät. Alter, du bist ja echt schon dicht. Wieso? Das heißt wirklich LCMS. Ich weiß, dass das so heißt, aber sowas würdest du doch nicht sagen. Da würdest du mal sagen, das schneiden wir raus. Ach so. Ja, Personal Details. Naja, das ist jetzt nicht wirklich Personal Details. Stimmt. In jedem Fall. Es sei denn, du schläfst damit.
Kann ich Das mir wäre schön. vorstellen. Das Teil analysiert meinen Orgasmus wie kein zweites. Das ist falsch. Das Ding analysiert die Bestandteile deiner Vaginalschleimhaut so perfekt, dass es dann die richtige sexuelle Therapie anwenden kann. Das könnte es. Geil. Das kam ziemlich gut raus, muss ich sagen. In der letzten Folge. Ernsthaft, du versuchst das schon wieder? Das hast du in der letzten Natürlich. Folge auch versucht. Nee, irrelevant. Irgendwann habe ich das gemacht. Es hat auch funktioniert. Aber ich Aber habe es jetzt sogar. macht Spaß, ihn jetzt immer davon abzuhalten. Das stimmt. Aber das Schöne ist, ich habe ihn ja quasi jetzt schon mal bestätigt. Wir haben es jetzt wieder abgehakt. Ich habe ja die letzte Folge erwähnt. Hast du? Ja, gerade eben. Dass du es in der letzten Folge auch versucht hast. Stimmt. Also, Alles können wir jetzt safe. los. Genau, Intro beendet. Ich bin raus. Ist völlig in Ordnung. Ich fasse Viel jetzt einfach Spaß. noch. Ich fasse jetzt noch die letzte Folge zusammen. Warte, Viel gefälligst. Spaß und bleib Jetzt geil. hat man's wegen dir nicht gehört. Nochmal. Doppeldate. Jetzt darfst du es auch nochmal sagen. Viel Spaß und bleib geil. Du musst jetzt aufnehmen, Deli. Hast du überhaupt eine Tessa? Du hast die zwischendrin gemacht, ne? User in your Yep. channel started recording. Unverschämtheit. Der ist klüger als du. Deli, ich will Jetzt muss sofort ich mit dir schlafen. deinetwegen diesen scheiß Ton rausschneiden. Wieso lass doch drin? Klingt verlockend. Ach so, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich für heute nichts vorbereitet habe? Ja, ne? Ist völlig in Ordnung. Sehr gut, das wollte ich hören. Das ist die perfekte Partystimmung. Ach so, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to me. Also. Happy Birthday to you. Weil ich so nett bin, erstmal hier, Jojo, du hast jetzt übrigens Konzi 3, ne? Weil wir jetzt ja ein bisschen gesprungen sind, 2, 3 Wochen. Und dein Geburtstagsgeschenk, Daddy, ist, dass in meinem Kalender steht ja Kaba und Tuberkulose in 4 Tagen. Sehr gut. Werde ich jetzt einfach mal kurz wegmachen. Oh. Mit wegmachen meine ich verschieben. Schön. Das steht auf Freyas Geburtstag drin, sehe ich gerade, stimmt. Ja, ich habe mir den auch Das aufgeschrieben. Hoffe ich. Geile ist, was hast denn du ihr eigentlich gesagt, wann du Geburtstag hast? Noch gar nicht. Sie hat Doch, das gefragt. hast du. Dann habe ich ihr natürlich mein Datum genannt, mein Geburtsdatum. Warte, ich kann es dir gleich sagen. Ich wollte gerade sagen, ernsthaft. Der 10.4. Steht im Hey, Charakterbogen. das steht sogar schon in meinem Kalender drin. Tja. Ach stimmt, die Bäckermütze, ich erinnere mich. Wir waren noch zusammen Geburtstag feiern. Ja, ich erinnere mich Richtig, wieder. da habe ich ja Ja, Freya wie Schuppen von kennengelernt. den Haaren. Daher kenne ich ja Freya. Aber sie Na steht, ihr stimmt, Geburtstag Scheiße. steht nicht bei mir drin. Ich habe ihr Das hatte ich Geburtstag. vollkommen vergessen. Jojos Geburtstag habe ich mir aufgeschrieben, aber. Echt jetzt? Ja. Also ich würde sagen, da sind die Prioritäten richtig gesetzt. Scheiße. Du weißt überhaupt nicht, wann Jojo Geburtstag hat, es sei denn, du hast es selber nachgeguckt. Hat er dich nicht gefragt? Nee. Stimmt, nee, er hatte nachgeguckt. Das war aber genau bei dem Gespräch, ich erinnere mich. So war's. Er hat nachgeschaut, wann Jelena Pawlow Geburtstag Ja, hat. genau, bei dem Gespräch halt. Das ist der Geburtstag, den Jojo nie feiert. Jetzt schon. Richtig. Ich will mal sehen, wie du nicht Nie feierst, wenn feierst, Kaba aber mit dem was? Kasten Bier dasteht. Im Ganghaus, verdammt, dann wissen die Gänger das ja auch. Von denen weiß keiner, wann sie Geburtstag hat. Sie hat's nie gesagt. Tja. Gang-Geburtstage sind bestimmt doch richtig edel. Dann komme ich einfach mit einer Kiste hin. So, und dann fragen die ja, was willst du? Und dann ich so, ja, Joris Geburtstag. Ja, ich dachte, ihr habt was vorbereitet und dann stehen die alle Hol da. den Trichter! So, und dann geht's ab. Dann hast du mal eine schöne Aber Packung Fre Brottrunk trichtern. Oh! Ja. Wieso kriegt der Gangboss eine Party mit Nutten und Jojo Brottrunk? Die Frage ist.
Warum hast du denn den Brottrunk Haha! weggelassen? Ich habe ein eigenes Dokument nur für Freya, deswegen. Für ihre ganzen Ja, Lügengeschichten. aha. Und das habe ich hier. 18.09.57. Sie nimmt wahrlich eine besondere Rolle in Karmans Ordner ein. So. Sie hat schwarze Haare und sie trägt Gothic und Klassik-Krams und hört Gothic und Klassik-Krams. Also ich muss gestehen, ich habe mir das alles irgendwo unter den Kalender geklatscht. Und sie arbeitet bei Neonet. Genau, als Tele Bei als Telenet, um genau zu sein. genau, Bei Telenet, ja, im im Callcenter. Callcenter. Und die Adresse habe ich auch bekannt und ihre Connection-Bezeichnung ist Bumse. Stimmt. Aber sie hat keine Connection-Stufe. Aber Das, ne. 6. Ja. Connection-Stufe 6. Ja. Denkst du Loyalität 6, Alter? Die stirbt nicht für dich. Connection-Stufe 6? Ja. Alter. Die bietet. Was bietet die dir? Alles. Sex. Ja, siehst du? Alles. Oh. Ich hätte auch mit einer Vagina leben können als Antwort. Hätte ich auch gesagt, na, siehst du, 6. Sie ist quasi eigentlich ein getarnter Drache. Und fast einen halben Greif. Also, das schon. Das passt zu ihrer Tarnung, weil wenn sie ein perfekter Drache wäre, würde sie natürlich einen vollen Greif haben. Beziehungsweise anderthalb Greif. Da würde sich der Greif wahrscheinlich auch immer der jeweiligen Hand anpassen. Würde sie Richtig. jeden Monat ein richtiges Ei Magic legen. Boobs. Da hätte sie quasi eine Dauerkarte bei Dr. Baryshnikov. Sie ist Dr. Baryshnikov. Oh Gott, wenn ich den Typen irgendwo mal erlebe. Irgendwann müssen wir da mal hinfahren. Das habe ich auch schon überlegt. Ich will eigentlich nach Warschau zu Dr. Baryshnikov fahren. Machen wir das heute? Wegen meiner? Wir fahren Wollt jetzt nach Dr. Landesgrenzen ernsthaft wegen Dr. Baryshnikov überqueren? Du hast Sie. gesagt, heute dürfen wir einen Blödsinn machen. Ohne dass du uns Lass Konsequenzen mich doch dafür. erstmal kurz nachgucken bei dem sehr, sehr sinnvollen Navigationssystem Google Maps, wie lange man da braucht. Ungefähr Nicht sehr einen lange. Tag. Was? Vielleicht Das ist auch nicht sehr zwei. lange. So weit ist das nicht weiter voneinander entfernt. Warschau und 700 Moskau? Kilometer oder so? Nee, mehr. Also es sind erstmal 1200 Kilometer. Ja, siehst du, 12 Stunden, passt doch. Und da Naja. durchquerst du einfach mal zwei Länder. Also zwei Landesgrenzen. Ja. Du hast ja recht. Also ich meine, ich finde das ja schön. Die Charaktere haben leider keinen Grund, das zu tun. 13, also Ja. 14 Stunden quasi mit Auto und nur 2 Stunden 10 mit langsamem Flugzeug. Es sei denn, sie sind selbstzerstörerisch veranlagt, was ich nicht ausschließen will, aber. Naja, das Ding ist halt, du wirst dann zu ihm hingehen und der ist dann halt einfach nur ein engagierter Schauspieler für Werbung. Das wäre halt echt traurig, ne? Nein, ich würde mit ihm schlafen. Naja, aber mit einem engagierten Schauspieler für Werbung. Ja. Warum nicht? Das heißt, der hat gar keinen magischen Penis. Und dann suche ich den richtigen Dr. Baryshnikov. Und den bringst du um? Nein, mit dem fick ich auch. Ausgezeichnet. Aber was macht Kavan dann die ganze Zeit? Daneben Ich stehen Filme oder Fotos. was? Ah ja. Fotos war eine gute Antwort. Ja, Fotos, ne? Und die gehen dann halt quasi direkt zu ihrem Bruder. Oh, warum? Naja, ganz einfach. Dann bringt er die Leute um. Aber dir ist schon klar, dass er auch den Absender sieht. Ja, ich kann doch unter einer anderen. Ich schicke das einfach mit dem Comlink von dem Typen, von Dr. Baryshnikov. Ich pack das quasi in den Werbefeed rein. Dann kriegt er es automatisch zu sehen. Das finde ich gemein. Bitte nicht in den Werbefeed. Sehr schön. Also ich glaube nicht, dass Karan irgendwas in Werbefeed reinkriegt. Ich glaube, er Nee. holt dann einfach noch seinen Bruder. Dr. Baryshnikov 2. Oder aber Professor Dr. Baryshnikov. Dr. Baryshnikov ist der Sohn, dann kommt Professor Baryshnikov.
Oha. Dr. Baryshnikov war nur der erste Endgegner. Der Zwischenboss. Ja, genau, das war der Zwischenboss. Cool. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Google hat seine Landkarte erneuert. Die Grenze zwischen Russland und Ukraine läuft jetzt woanders lang. What? Jupp. Ich dachte, das wäre noch gar nicht so ganz offiziell. Ist es schon offiziell? Naja. Also die Sache ist, was weißt du denn schon, was Google weiß? Spätestens jetzt ist es auf jeden Fall offiziell, weil Google es offiziell gemacht hat. Google kann Ländergrenzen verschieben. Das kommt jetzt auch in den Dürke-Atlas. Wahrscheinlich ist es eben so, ja. Bist du sicher? Sieht so normal aus. Die Grenze ist jetzt nicht mehr zwischen dem, zwischen der Krim-Halbinsel und Russland, quasi, also dem Original-Russland, sondern zwischen der Krim-Halbinsel, also auf der Krim-Halbinsel, auf der Landzunge quasi. Und haben Wasser halt dazwischen. Nee. Nee. Doch? Bei mir nicht. Sehr cool. Da ist immer noch Varonyezh genauso weit entfernt wie vorher. Nee, nee, meiner. Ich glaube, bei deinen Google Maps ist einfach ein bisschen ein anderes als meins. Was natürlich sehr wahrscheinlich ist. Also, normalerweise ging die doch eher bei Kerch die Grenze lang, oder nicht? Jetzt habe ich schon ausgemacht. Ach, keine Ahnung, das ist so weit weg. Ukraine. Politik? Oh mein Gott. Kevin. Ja. Kevin. Kevin. Der nicht Kevin heißt. Der, nee, entweder heißt er so, oder er wird bald ein bisschen absacken. Das ist mal schon Ordnung, Sauberkeit und Disziplin. Ja, wenn die in unser Land kommen, dann müssen die sich auch an unsere Regeln halten. Also, lieber Alex, das ist nur zur Information. Das schneiden wir raus. Nein. Aber sicher. Da kommt doch wahrlich einer der Flüchtlinge, heißt Kevin und ist gut in der Schule. Sowas geht ja gar nicht. Eine Maschine. Nicht nur gut. Er ist verdammt gut anscheinend. Das geht doch nicht. Er muss sich in Deutschland anpassen. Ein Kevin ist schlecht in der Schule. Ende. Die White Russians haben nichts gegen Kevins. Sie befinden sich zumeist genau auf ihrem Niveau. Ja. Aber wir nennen sie Alex. Verdammt, warum haben wir das eigentlich mit Alex gemacht und nicht ihr Kevins? Ah. Wir wollten sie ja nicht direkt von Anfang an beleidigen. Einen geschlechterneutralen Namen wollten. Kevin ist kein Name, Kevin ist eine Zustandsbeschreibung. Dementsprechend ist es möglich für beide Namen, für beide Geschlechter. Aber was ist denn die weibliche Zustandsbeschreibung für Kevin? Kevin. Gibt bestimmt Kevin. Auch eine Gibt's eine weibliche und männliche Zustandsbeschreibung für deinen Intellekt? Nee, da bist du dumm oder klug. Oder aber. Das sind zwei verschiedene Worte. Celsius. Ich bin nicht Kevin oder Kevin. Na, du bist Kevin oder cool. Oder Kevin oder normal, was weiß ich. Verdammt. Kevin oder seriös. Wir verlieren gerade ganz viele Abonnenten. Ja, nur weil sie alle Kevin heißen. Vorstellen. Natürlich heißen die alle Kevin, sonst würden die uns nicht zuhören. Die Sache ist doch aber die. Wir sprechen es wenigstens aus. Wir benutzen ihn nicht nur einfach nur schlechter und verwehren ihn den Arbeitsplatz oder die Liebschaft oder was auch immer. Oder überprüfen sie länger am Zoll. Wäre. Was allerdings alles rechtens ist. Natürlich. Ich meine, es handelt hier um Kevin. Niemand zwingt steht halt im Grundgesetz. Niemand zwingt mich, mit einem Kevin zu schlafen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber bei Kevin machen wir eine Ausnahme. Nein, nein, die Würde des Menschen. Das ist schon die Ausnahme mit drin, weißt du? Jetzt gehst du aber wirklich zu... Und da heißt es, meine Sprüche seien unerträglich. Hey, 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 hey. Erstens, deine Sprüche sind unerträglich. Zweitens? Hat er aufgehört. Wenn ich einen zweiten Punkt bräuchte, hätte ich den ersten nicht benannt. Ergab keinen Sinn, aber ich bin halt auch am Trinken. Fangen wir jetzt eigentlich mal an, ehe wir gar nicht mehr dazu in der Lage sind zu spielen. Stimmt, wir sind ja Was noch... Was brauchst du? Wir sind ja gar nicht mehr im Intro. Naja... Wer kann das schon unterscheiden? Nun gut. Dann. Ich wache auf. Also, du erwachst. Schön. Ist meine Bumsebiene neben mir?
Jojo befindet sich in etwa 30 Zentimeter Entfernung. Ausgezeichnet. Nee, ist sie nicht. Und die andere auch nicht. Was? Du wirst geweckt von einem Anruf von Agathe. Ja. Das war nicht verschlafen. Mach das nochmal, das kannst du besser. Ja. Guten Morgen. Moin. Hättest du Zeit, dich irgendwo zu treffen? Heute. Klar. Okay, wann? Ab in einer Stunde, würde ich sagen. Okay, Was uns dir am besten passt. Dann lass uns einfach in 3 Stunden treffen in Bratjevo. Ja, das passt. Sie gibt ja die Adresse von so einer Überführungsstraße und da oben ist so ein Tankstellen-Star verschickt dran. Davon. Jo. Super. Okay, machen wir so. Okay, bis dann. Subi, bis dann. Tschüss. Piep. Ja, dann gehe ich mich anziehen. Erst duschen, dann anziehen. Andersrum wäre doof. Ja, frühstücken, Frühsport treiben. Also, erst Sport. Wollte gerade sagen. Erst anziehen, dann Sport, dann duschen. Alles andere wäre seltsam. Nee, eigentlich nicht. Du bist ein Ork. Du brauchst so ein bisschen den Geruch. Sonst nimmt man dich nicht ernst. Es riecht halt einfach besser. Intensiver, meinst du? Aber sogar angenehmer, als hättest du in Rasierwasser gebadet. Das tun auch einige, das ist so widerwärtig. Na egal, ich gehe trotzdem duschen. Ja, okay, nach dem Sport ist das angebracht. Sag ich Jojo Bescheid, ich glaube nicht. Ja, und dann fahre ich da rechtzeitig hin, nachdem ich auch quasi was gegessen habe. Hab ich Essen erwähnt? Ja, ich glaube schon. Who cares? Ja. Ich achte sehr auf meine Gesundheit, ja. Sag mal, bist du nicht auf so ein Dach hier geflogen mit einer, die das Zaubern nur so mittelmäßig gut beherrscht, während man auf dich geschossen hat, um dort oben Leute abzustechen? Ja. Während unter dir die Gula anfingen zu hopsen? War ich danach verletzt oder nicht? Nein, war ich nicht. Du hast dir ich achte sehr auf meine hast du dir. Ich achte sehr auf meine Gesundheit. Scheiße. Na gut, nicht so wie andere. Den gebe ich dir. genau, du kommst dort an. Das ist ein Stuffer-Shack. Das heißt, der ist halt wie jeder andere Stuffer-Shack, nur dass es halt ein Tankstellen-Stuffer-Shack ist. Die Tote sitzt dort drin. Und trinkt einen Säukaff. Und trinkt einen Säukaff. Mit extra viel Milch. Richtig nobel. Ja, einen noblen Säukaff, das heißt mit Karamell. Ui. Ja, ich bestell mir auch so ein Frappe mit Karamellgeschmack, ne? Ein Frappelatte oder wie heißen die Dinger? Ich habe keine Ahnung. Hättest du es gewusst, hätte ich dich jetzt echt aus dem TS kicken müssen. Ein Frappuccino, so heißen sie, glaube ich. Alles klar. Da, aus, ich bin Admin. Client muted. Natürlich, so. Natürlich. Das könnte ich. Mhm. So, was brauchst du jetzt? Ich sollte dir die Rechte wegnehmen. Hilfst du blöde? Ja, dann gehe ich da so hin und frage sie, ob da noch ein Platz frei wäre, quasi. So nehmen sie. Ja, setz dich doch. Super. Guck mal, die lacht voll. Die lacht sich aus, weil du so mickrig bist. Du bist ja auch nicht da! Du bist ja gar nicht da. Das ist die Stimme in Karmans Kopf. Welche von denen? Die eine. Die summt über die Melodie von Tetris. Der war nicht schlecht. Juti, ernsthaft. Also.
Du setzt dich. Das ist schön. Du sitzt. Das ist noch schöner. Ja. So. Hätten wir jetzt beide ein bisschen Zeit? Das hat man gehört. Das war ja auch die beabsichtigte. Hast du da Eis drin in deinem White Russian? Nein. Okay, gut. Aber ich hab's. Das hätte ich machen können. Nein! Du verbesserst den Schnaps, tu das nicht. Stimmt. Man hätte Milch einfrieren können. Das wäre möglich gewesen. Das wäre geil. Oder gewesen. Schnaps. Schnaps einfrieren. Das naja, geht. Halt kalt machen. Ich weiß, dass das geht, aber. 40% doch schon nicht mehr. Na, du solltest ihn auf jeden Fall richtig einfrieren, weil sich sonst der Alkohol vom Wasser trennt und das schmeckt dann richtig kacke. Mädchen, komm mal aus dem Westen, da gibt's richtige Kühlschränke, da geht das. Fick dich. Hey, Hinweis, sie kommt ursprünglich weiter aus dem Westen als du. Egal. Gut. Nur weil es ein halber Franzose ist. Sag mal, ich geb dir gleich einen Franzosen. Ich habe hier noch einen Kühlschrank. Den steckst du in den Arsch. Züngelt dir den Dünndarm leer, du. Juti. Nee, die kriegen immer Besuch von anderen Leuten, das ist nicht gut. Ach Leute, ich bin schon wieder so raus. Also. Merkt man gar nicht. Es ist also folgendermaßen. Dass ich mir gerade, genau. Wir hatten ja jetzt beide ein bisschen Zeit zu überlegen. Nicht? Du ja. Willst irgendwas von der fünften Kolonne. Das ist richtig. Und dazu musst du halt erstmal zu ihnen hin. Das ist richtig. Zumindest zu einem Trupp von denen. Ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. So. Ich kann dir jemanden vermitteln, der dich halt in die nicht urbanen Gebiete bringt und der ungefähr weiß, wo die sich zurzeit rumtreiben. Okay. Vermittlungsgebühr müsste ich kurz nachgucken. Ich bin so gut vorbereitet. Und ich bin so... Was hast du noch outgeben? Zu wenig. Das Ding ist, ich schreibe mir gerade auf, wie viel das insgesamt ist, weil du das Geld von heute definitiv Geld für Karma umwandeln kannst, wenn du das möchtest. Du kannst doch einfach nur so bezahlen. Also. Aber nicht, okay. Dass du irgendwas davon hast. Warte. Ist das aktuell? Was? Okay. Vermittlungsgebühr sind 1500. Okay. Ich gebe ihr 1500. Also ich steck quasi ein Dingsbums in meinen, ein Kretzstick in meinen Comlink und gebe ihr einen Kretzstick. Okay. Der Typ, der das machen kann, ist ein Schmuggler mit einer, zum Teil mit anderen unterwegs und zum Teil alleine. Name ist Pierce. Hier hast du seine Nummer. Irgend so eine Frau am Nebentisch lacht hysterisch dämlich. Ein Auge ist ziemlich weit nach innen gedreht und rot unterlaufen. Das ist schön für die. Finde ich auch. Ich muss eben kurz Papierkram machen. Du meinst Dinge aufschreiben? Jupp. Okay, dann haben wir eigentlich alles. Achso, wie geht's eigentlich, Vicky? Ich guck, sie kurz ein bisschen irritiert an. Ich wusste, dass, also OT, ich wusste, dass Vicky mit ihr nichts zu tun haben will, beziehungsweise, haben wir die von ihr gegrüßt? Haben wir sie nicht gegrüßt? Ne, wir sollten sie nicht grüßen, ne? Sie sollte das nicht erfahren, dass wir sie kennen, glaube ich, oder? Ja. Na, das nicht erfahren hat sie nicht so gesagt, aber sie hat halt ungefähr zu Jojo gesagt, die Alte doof, die mag ich nicht. Die hat mir einen Freund ausgespannt und den fand ich richtig niedlich. Der hatte so Grübchen und ich stehe total auf Grübchen und Frittenfett. Ungefähr so. Dann gucke ich sie kurz irritiert an und Mach mal ganz kurz bitte überreden.
Und Charisma. Du weißt auch, dass ich lügen will jetzt. Das ist doch gemein. Klar weiß ich das. Überreden. Ich hab kein Überreden. Da hast du schon zu. Darüber Charisma haben wir schon öfter minus geredet. 1. Das heißt, du hast gleich wieder 2 Erfolge mit 2 Würfeln. Ich kenn dich, Danny. Alter, du hast so ein Glück, dass das SR5 ist. Oh. Ja. So, was also, wolltest du sagen? Vicky, der Name sagt mir jetzt gerade nichts. Mhm. Na gut. Aber sollte ich eine kennenlernen, grüße ich sie. Brauchst du nicht. Ich wollte ja nur wissen, warum ist halt nicht heute Marshmallow nicht mit dabei? Weil es ja eigentlich nur ein. Das war doch nur ein Gespräch zwischen uns beiden. Dachte ich. Na, theoretisch hätte das ja letztes Mal auch eins zwischen uns beiden sein können. Ich frag nur. Schon? Da kannte ich dich aber noch nicht. Sei doch mal ehrlich, da brauchtest du ihre Hilfe, weil du da nicht alleine zurechtgekommen wärst. Du bist ja auch nicht da. Das darf ich dir doch nicht sagen. Das ist das. Ich sag mal, das hat man gemerkt, als du letztes Mal, ich hab's mir heute mal kurz angehört, männlich hinterher ins Zimmer gelaufen bist. Vielleicht will die Agathe auch einfach nur mal ein ehrliches Wort von dir hören, du Lügenbold. Also, was hast du jetzt gesagt, bevor sie dich rüde unterbrach? Ich sagte quasi, dass es halt ein Gespräch zwischen uns ist. So, und als sie dann fragte quasi, warum das letzte Mal war sie dabei, wäre sie dabei gewesen, weil... Da hast du gesagt, weil du sie nicht kanntest. Genau. Du kennst mich ja immer noch nicht. Ja, aber diesmal bin ich nicht bei dir zu Hause. Hm. Ja, quasi. Stimmt. Das stimmt. Okay. Genau. Ich sag dir nochmal, ich würde dir nicht raten, irgendwie dich sinnlos mit Dr. Philphil anzulegen. Die Nummer von Pius hast du. Ich denke, das ist jemand, der dir da weiterhelfen kann und der es auch solide angeht. Der ist nicht ganz billig, das ist klar. Und ja, der Rest wird sich klären. Ja, denke ich doch. Ja. Sehr gut, dankeschön. Gern. Dann würde ich sagen, wir hören bestimmt mal wieder voneinander. Meld dich, wenn du irgendwas Interessantes hast. Worüber denn? Hm? Worüber Interessantes? Wo du meinst, dass es mich interessieren könnte, beziehungsweise wo du vielleicht Hilfe brauchst. Was interessiert dich denn? Also ich meine... Naja, zumal Informationen über die... über die fünfte Kolonne. Oder wenn du irgendwo jemanden brauchst, der in unserem Profil passt, das du mittlerweile erwischt hast, dann kannst du dich ja auch einfach so melden. Setz dich doch nochmal kurz. Ich setz mich wieder hin. Was ist denn dein Profil? Ja, natürlich habe ich mich erkundigt. Aber die Selbsteinschätzung wäre mir dann schon wichtig. Nun. Ich weiß nicht, was deine Informationen dir besagen, aber in dem Rahmen, wie es bis dato lief, lief das eigentlich immer ganz gut. Und das könnte ich mir häufiger vorstellen, sowas zu machen. Wenn ich zu etwas drastischen Mitteln greifen müsste, okay. Kam ich auch mit um. Man sagt, du hast dem Handwerk das Handwerk gelegt. Soll vorkommen, ja. Soll vorkommen? Er wollte sich nicht diplomatisch einigen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht wirklich ausmalen. Wie ist denn bei dir eine diplomatische Einigung?
Nun, wir reden doch gerade sehr diplomatisch miteinander. Okay. Ich mag es nicht, wenn man auf wenn man mein Leben bedroht. Das ist wirklich meistens ätzend. Manchmal ist Eben. es noch ganz witzig, aber irgendwann, ach. Und dann, naja, das eine führt zum anderen, wie man es halt so kennt, wenn man sich streitet, nicht wahr? Und er stand definitiv im Gegensatz zu unserem Auftragsziel, stand sein Auftragsziel, also dementsprechend. Und wie kam es, dass du dann sehr viel später noch dem Sandmännchen das Beutelchen weggenommen hast mit dem Schlafsand drin? Sie beugt sich vor. Das Beutelchen wegnehmen ist hier eine Metapher für das Herz rausreißen. Das ist mir nicht wirklich gelungen. Er überlegt wirklich kurz, Moment, also wirklich so einen Moment, so, ja, das hatte persönliche Gründe. Wenn mir die Frage erlaubt ist, und was willst du, du hast, ich meine, du hast es nur angedeutet, fünfte Kolonne, persönliche Gründe oder geschäftliche? Das sind andere persönliche Gründe. Ich meine, persönlich ist halt sehr weit gefächert, nicht wahr? Ja, klar. Schade. Gut. Darf ich, Solltest du also. irgendwie noch ein bisschen zur Vernunft kommen, dann kannst du per Nachricht Bescheid sagen und dann können wir vielleicht uns irgendwann nochmal unterhalten, von wegen, ob ich was zu tun habe oder nicht oder wie auch immer. Oh, ich bin sehr vernünftig. Wenn es sein muss. Oder beziehungsweise, ich bin eigentlich immer sehr vernünftig. Manchmal ist die Vernunft nur etwas, geht in eine andere Richtung, als Sie das vielleicht, glaube ich, denken. Waren wir schon beim Du? Wir waren schon beim Du. Egal. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Definitionen von Vernunft. Das ist okay. Um das nochmal klar auszudrücken, ich kann natürlich nicht mit jemandem irgendwie was zusammen machen, der gegen eine multinational agierende Söldnergruppe versucht vorzugehen, die viele Mitglieder hat, viel Feuerkraft und organisatorisch ganz gut unterstützt wird und auch selbst straforganisiert ist. Allein, ne? Das meinte ich damit. Nun, für gewöhnlich trenne ich mein Privatleben und mein Geschäftsleben. Na klar. Ich auch. Ich auch. Kein Problem. Ich hoffe, ich konnte erstmal weiterhelfen und mal sehen. Supi, prima. Dann danke für die Hilfe und wir telefonieren bestimmt nochmal miteinander. Ja, wenn du noch was hast, eine Nachricht wäre mir lieber, als wenn du noch mal direkt vorbeikommst. Nimm's mir Klar, nicht übel, gut. aber. Otil, ihre Nummer hatte ich schon gekriegt, ja, ne? Na, sie hat dich ja jetzt mittlerweile kontaktiert und da hast du Gut. die Ja, Nummer. ich habe ja deine Nummer und Ja. super. Dann, ich klopfe auf den Tisch und Hau nicke rein. nochmal zu und geh. Gut. Ich kann mich ein bisschen beherrschen, ihn nicht sofort anzurufen, diesen Mann. Ich mache ich mich erstmal schlau über den. Fraglich, ob du jemanden findest, der was über den weiß. Eben, das ist so die Frage. Kenne ich jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der die kennt? Ach So, wir Gott. gucken mal kurz auf Karbans Charakterblatt, würde ich vorschlagen. Wen kennt er denn? Delikatessenhändler? Ach, nee. Der Grenzer höchstens. Ihr wolltet das jetzt gerade aufbauen und ihm dann zeigen, dass er einen Grenzer kennt und du hast es einfach ruiniert. Und du kennst einen Kennt einen anderen anderen? Schmuggler? Stimmt, der nicht mal einen Namen hat. Ach, Daddy. Du bist ja ein verficktes Jahr und der Scheiß-Schmuggler hat einfach noch keinen fickten Namen. Stimmt. Der hat eine Connection-Stufe von 1. Ist also eher ein innerstädtischer Schmuggler, sagst du. Ich glaube, ich habe die Loyalität und die Connection-Stufe vertauscht bei dem.
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, weil die Loyalität Jetzt mit mal den. ernst im Ernst, wir hatten einen Schmuggler mit Loyalität 3, Connection 1. Ich kann mir das gut Richtig. vorstellen. Wie sozial ist er heute? Sag mal hoch oder tief. Tief. Es ist also 2-2. Das ist das Beste aus beiden Welten und damit gedenken wir Billy. Yay. Billy, ich vermisse dich. Ey, ich habe mir ja neulich die Folge 4-1 nochmal angehört, aus Gründen, und es war schon ein anderes Feeling, ich muss es mal sagen. Also ich meine, ich liebe euch, aber es war anders. Jetzt hasse ich dich. Du würdest dasselbe Da sagen. ist leid. Nein! Man wird nun mal auch irgendwie melancholisch, wenn das lange her ist. Das ist normal, der Mensch ist dumm. Deswegen habe ich gesagt, ich vermisse Billy. Hä? Na, habe ich das nicht im Wesentlichen auch gesagt? Ja, du hast aber gesagt, wir sind scheiße. Nein. Nein. Wir vermissen alle Billy. Ich habe auch die Folgen alle geschnitten ohne Düs und das Feeling ist trotzdem sehr schön. Also mir wird auch immer warm um die Lenden und so. Das ist gleich geblieben quasi. Schön, schön, schön. Also, willst du mal deinem Schmuggler oder deiner Schmugglerette einen Namen geben? Unabhängig, ob du der, die das kontaktieren willst oder nicht. Ja, dann Er ist es. heißt Kevin. Nein. Dann setzen wir mal aber kurz die Connection-Stufe auf 0. Jetzt will ich eine Connection aus Prinzip, die Kevin heißt. Kannst du kriegen. Ich meine, Okay. Connection-Stufe 0, Loyalität 0, kein Problem. Wieso Loyalität 0? Es ist ein Kevin, den willst du nicht gut kennen. Na gut. Ich möchte bitte mit einem Kevin zu tun haben. Nur damit du ihn aufs Maul hauen kannst. Das wird auch kommen. Vermutlich. Pass auf, Kevin ist dann ein Hoch. Ich hab ne Idee für Kevin, ihr braucht euch nichts mehr ausmalen, alles safe. Das ist ein Technomancer mit 6000 Karma. Nein! Viel besser. Dein Schmuggler heißt Ivan. Wie hier Leute Ivan heißen? Nein, er heißt North. Bitte wie? North? Ja, wie die Himmelsrichtung. Hm. Lang North by Northwest. Aber alle nennen ihn nur North. Verstehe ich nicht. Metatyp? Mensch. Witzig, Kompass? wenn ich Mensch in meinem ODT-Dokument eingebe, will der automatisch zu Menschenhass vervollständigen. Okay. Moment. So, was wolltest du jetzt machen? Den anrufen oder was? Nee, Quatsch. Warte mal, du wolltest. Wir waren stehen geblieben, ob du dich beherrschen kannst, Pierce anzurufen oder ob du irgendwas anderes zu machst, zum Beispiel deinen Penis massieren. Oder deinen Penis von Freya massieren lassen. Penis. Ich arbeite. Deinen Penis von einer Frau massieren lassen, die nicht Freya ist. Warte, ich habe deine Antwort. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Yep, genau das. Was soll ich Ich bin sagen? Ich doch. klopfe mir immer noch auf die Schulter dafür, dass ich dir gesagt habe, denn das ist ein Soundboard. Hat er gut gemacht. Hat er eigentlich einen Applaus für verdient. Dass er es gemacht hat. Ja, ich könnte dann Konstantin mal einfach mal anrufen. Ob er jemanden namens Pierce kennt, der hin und wieder rumfährt. Warte. Warte. Na klar, mache ich das so, warte. Moin, Agaphon. Ist gerade ganz schlecht. Ich ruf dich dann zurück, ja? Klar. Agaphon, sehr schön. Ich habe die Namensliste aufgemacht, und es ist halt einfach der zweite von oben. Sehr gut. Agaphon. Wer kommt immer noch auf diese Namen, ey? Das sind Dieser russische Name Jungnamen. hat eine lange Tradition in dieser Runde. Das weiß er doch, er war bei einer Zusammenkunft dabei. Ja, aber nur bei einer, nicht bei der Aber die andere hat er ersten. doch gehört. Und die war nur Ja. lustig, weil du dich nicht einbekommen hast, weil du da, glaube ich, auch ein bisschen mal kurz in die Flasche geguckt hast, wenn ich mich entsinne. Ich war nicht da, ich war safe. Aber dieser Name ist so geil. Beauty.
Dein bester Freund, nein, dein Bro hat offenbar keine mein Zeit. Bro. Was tust du? Dann ruf ich mal seit Ewigkeiten und drei. Und drei. Du warst weg. Er hat mich hier nach Moskau gefahren. Kannst du bitte. Warte, hab ich ein Dings? Ich hab ihn auch nicht gehört. Ja, der hat ein Package Lost, der Junge. Aber eigentlich keinen großen. Wiederhole dich. Ich hab ein Package Lost. Das geht ja nicht. Kann nicht sein. Warum hab ich jetzt das? Geht's. Okay. Dann rufe ich doch mal seit Ewigkeiten mal den Norsch bei Norschwestern. Norsch halt. Gut. Los, jetzt musst du dir ja für seinen eigenen Namen, seine eigene Stimme und so weiter ausdenken und sein Gehabe. Haha. Guten Tag. Wir sind sie. Kaban hier, moin. Entschuldigung, wer? Kaban. Ich möchte nichts kaufen. Ist klar, Junge. Ich habe ein paar Fragen an dich. Entschuldigung, ich kenne sie nicht. Doch, du hast mich nach Moskau gefahren. Ich bin kein Taxifahrer. Nee, ich weiß, wer du bist und was du bist. Ist das deine Stimme? Naja, okay. Der ist nur so scheiße, weil, ja. Ich mich schon Ewigkeit nicht mehr bei dir gemeldet habe. Ja, ja. Ich habe mich ewig. Wie war der Name? Kaban. Ah ja, das ist ganz schön lang her. Grobes Jahr. Ist das ein Outgame? Nee. Länger, oder? Länger. Ach nee, du warst ja wirklich nur ein paar Wochen in Russland, stimmt. Kommt ein Jahr ungefähr hin. Nicht in Russland, sondern in Moskau. Mhm. Entschuldigung, hast recht. Trotzdem ist es ziemlich lang. Also gut, Kaban, was gibt's? Ich wollte mal fragen, ob du jemanden namens Pierce kennst. Ja. Ist der verlässlich? Man hat mir ihn ja empfohlen für eine andere Sache, nicht zum. Wenn ich hier etwas nach Moskau reinbringen möchte, hätte ich dich eingerufen, aber. Ich bin verlässlicher. Okay. Na, ja, es geht, weil er unbedingt mir einen Kontakt angeblich verschaffen soll. Warum bist du denn nicht gleich zu mir gekommen? Weil ich nicht wusste, dass er diesen Kontakt hat. Oder haben könnte. Hm. Mhm. Also, Pierce. Ich glaube, der hat einfach ein paar zu viel Sims geguckt und irgendwann den Unterschied zwischen Sims und BTS nicht mehr erkannt. Hm. Ich würde sagen, ich bin verlässlicher. Das kann ich mir vorstellen. Aber bei ihm weiß ich auf jeden Fall, dass er die Leute kennt. Dann was, also ist der völlig abgechippt oder? Das kann ich dir sowieso nicht sagen. Nachdem er einmal ziemlichen Mist gebaut hat, habe ich keine Lust mehr gehabt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Außerdem, soweit ich weiß, hat er mal mit mehr Leuten zusammengearbeitet, sind viele davon nicht mehr dabei, weil er sie wohl liegen gelassen hat, bis die Bullen kamen. Und jetzt, wo Aztec dabei ist, ist das natürlich nicht mehr so einfach wie früher, die liegen zu lassen. Deswegen, keine Ahnung, wie verchippt der mittlerweile ist, ob ihn das Erlebnis völlig rausgebracht hat. Shit. Okay. Dann bin ich ja begeistert davon, dass ich den unbedingt sprechen muss. Okay, dann danke erstmal für die Info. Sollte der Typ völlig daneben sein, komme ich nochmal vielleicht auf dich zu. Natürlich gern. Was kriegst du für deine Mühen? Nichts. Okay, prima. Subi, dann, man spricht sich bestimmt nochmal. Na klar. Ja, dann lege ich auf. Piep, und da hat er einen White Russian verkippt. Geil. Idiot. Hey, Strafschnaps. Alles klar, was wählst du aus? Kümmerling. Kümmerling habe ich nicht.
Hattest du nicht gerade noch gesagt, dass du dort diese Kümmerling-Dingsbums... Was ich habe, ist Kümmel. Feiner Kümmel. Feiner Kümmel, ja, dann Willst du kriegst du den einen feinen feinen Kümmel. Kümmel? Du kriegst Alles einen feinen klar. Kümmel. Nein, sag ihm Sanddorn. Zu spät. Naja, er hat sich gerade eben beschwert, dass ihn niemand angerührt hat. Ach so. Den feinen Kümmel. Seit dem Rockarzt nicht. Der muss der jetzt wohl weg. Er guckt doch schon ganz angewidert. Sehr gut. Wir hätten uns für den Abend Strafschnapsregeln aufstellen müssen. Also ich meine, die ist richtig, das recht. So, Kümmerling, Gott im Glas. Jo. So lecker war es schon lange nicht mehr, selben Rockarts. Läuft bei dir. Weißt du noch, wie das war auf dem Rockarts, ja? Warum das die einzige Plastikflasche gefüllt mit Schnaps ist, die ich wieder mitgebracht habe vom Rockhart, weil wir alles andere gesoffen haben. Ja, richtig. Ah, so. Lecker. Mickey Mouse. So. Gut. Dann versuche ich mich doch mal mit den... Hab ich noch BTLs? Also ich meine, sie stehen nicht auf deinem Charakterblatt, oder? Ich weiß, dass ihr mehrmals welche bekommen habt. Ich bin mir nicht sicher, was ihr damit gemacht habt. Ob ihr die überhaupt mitgenommen hattet. Meistens Bei BTS die ist ja einer der härteren, also wo die Bullen tatsächlich mal sagen, Junge, das geht aber nicht. Eben. Da kann man besser 5 Dosen Jazz und eine nee, das benötigt ja Ausrüstung. Okay, ich wäre gerade schon ein bisschen so, what? Also Jazz und Kamikaze und so ein Shit ist genauso, ist noch schlimmer als BTL. Aber die Dinger habe ich, glaube ich. Also Kamikaze nicht, aber... Jazz hatte ich, glaube ich. Ja, das hilft dir natürlich bei dem BTL-Fall wenig. In der Tat. Nein, ich habe mir... Ah doch. Jazz habe ich mittlerweile nur noch 0 Dosen. Nee, warte mal. Jojo hat dir doch irgendwie welche gegeben. Ja, wir haben die alle in der Gruppenkasse. Genau. Das ist im Versteck. Also dementsprechend, da würde ich mir welche besorgen. Aber in der Gruppenkasse ist, glaube ich, auch kein BTL. Nee. Schade, sonst wäre ich nämlich hingegangen und hätte gesagt, hier, ich habe da was für dich. Ich brauche Infos. Ja gut. Nee, ich rufe ihn an. Geht nicht ran. Hinterlasse ihm eine Nachricht, dass er mich über der einmal zurückrufen soll. Es geht um meinen Job. Nee, die Nachricht sprichst du mal bitte ein. Ich kann nicht mehr reden wegen des Kümmels. Nee, die sprichst du. Du sprichst die ein. Weil wenn du eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlässt, dann... Weißt du, ich brauche da die Spezifika, bitte. Die Spezifika. Ja, sophisticated. Moin moin, schade, dass du nicht erreichbar bist. Ich habe eventuell einen Job für dich. Meld dich unter folgender Rufnummer. Und dann kriegt er die Rufnummer von meinem Einweg-Com-Link, von dem ich ihn aus anrufe. Jutti. Natürlich mit meinem Namen, also quasi, ne? Ne? Na Moment, unter folgender Rufnummer, dann ja, doch, gibt's ihm die einfach... Nummer und da steht halt ein Name bei, oder was? Also wenn der die anklickt. Ist eine Sprachnachricht, oder? Ja, du hättest ihm eine Nummer, naja, egal. Ich nenne ihm die Nummer. Nee, ich weiß, was du meinst. So, du sagst, also gibst ihm die Nummer und sagst dann, spinnt Gaban. Ja, nee, den Namen lasse ich bleiben. Also, keinen Namen. Keinen Namen. Siehst du, deswegen wollte ich die Spezifika. Kein Namen. Mysteriös. Keiner Eier. So. Der wird sich nie melden. Denkst du an diesem wunderschönen Tage, an dem du nicht geweckt wirst? Nicht mal von den Kindern. Denn der Umbau ist abgeschlossen, etwas zu tun. Jojo war in der Werkstatt. Meinetwegen. Ja, und sie ruft irgendwann Vicky an. Hi. Hi, bist du zu Hause? Ja. Kann ich kurz langkommen? Klar. Cool, bis gleich. Soll ich irgendwas mitbringen?
Um Gottes Willen, nee, soll ich was holen? Also Kaffee ist da und so. Alles klar, bis gleich. Okay. Piep. Jojo fährt zu Vicky. Hat man gar nicht gemacht. Das... Ja, und deswegen war ich die ganze Zeit irritiert. Ja, sag doch was. Wir sind halt alle ein bisschen unterspielt. Juti, du kommst an. Es handelt sich um so ein, weißt du, habe ich dir schon gesagt, wo die wohnt? Ich weiß, dass sie... Wohnt sie in Donskoi? Nee, keine Ahnung, wo die wohnt. Ich weiß nur, dass sie Jojo ihre Adresse hat, aber nicht sehr wo. Gut, sehr gut. Wenn ich es gesagt hatte, dann hat sich Alex, hat sich Kevin einfach mal verhört. Es war Bratjevo. Und zwar das Gebiet, nicht, also nördlich von dem A-Gürtel, dort wo dann links die Könige, also westlich davon die Könige sind und östlich das bessere Zielgebiet mit der Uni, dann dort so in diesem Dreieck, wo es noch normal ist halt, ne? Okay. Da ist so ein richtig fette Mauer und da drauf gepflanzt sind quasi drei Türme voller wunderbarer Lohnsklavenwohnungen, wie sie ähnlich in Yushnoi sind, aber hier nicht so hoch und nicht so nah aneinander. Das heißt, man hat dieses Tageslicht und ab dem 25. Stock sogar mit Fenstern. Das heißt, es lohnt. Es ist zu krass. Sie wohnt im 19. Stock. Ah, ohne Fenster. Ohne Fenster. Okay, ja, dann kommt Julia irgendwann dahin, klingelt und ja, guckt, dass sie reinkommt. Sie. Sie wirkt etwas irritiert. Sie trägt selbstverständlich, das heißt nicht selbstverständlich, sie trägt keine Steampunk-Klamotte, sondern so ein T-Shirt und eine Hose. Ihre Wohnung riecht dezent. Nach Katze. Das kommt daher, weil du zwei dieser Tiere siehst. Auf einem Katzenbaum. Die AR-Tapete ist mit irgendwelchen, so einem, oh shit, du kennst doch den Hype um das japanische Blütenfest, dieses Kirschblütenfest. Ja. Hast also im Hintergrund die ganzen Scheißwände, wo Platz ist, da ist halt Kirschblütenbaum aktiv. Sie hat ein paar, scheiße geil. Ah, Känguru. Sie hat ein paar von den Stand hier, weißt schon, wie heißt das, Bilderrahmen da, digitalen Bilderrahmen. Wo natürlich jetzt keine Bilder drauf sind, wenn du kommst. Übelst viel, also nennen wir es mal Kitsch. Irgendwelcher Scheiß, irgendwelche Plüschtiere und irgendwelches Gedöns. Möblierung ist auch eher unnötige Zierat dran, von wegen Schnörkel und so ein Shit. Und ich glaube, das war's. Ist es einfach nur, also es ist nicht einfach so wie bei Jojo, einfach bunt und Kram, weil auch irgendwie in Benutzung, hey, sondern... Sag mal, es sind auch Katzenfiguren da. Also verkitscht. Katzenlady. Also ich meine, hättest du gesagt, dass Vicky eine Katzenlady ist? Eigentlich schon. Sind wir mal ehrlich. Naja, okay. Du siehst keinen Punkt Steampunk irgendwo. Okay. Sie. Hi. Hi, komm rein. Sie geht rein. Willst du einen Kaffee? Naja, Kaffee wäre cool, glaube ich. Du hast das Geräusch, dieses wunderbar gurgelnde, schlürpende Geräusch des Soykukos. Ja. Jojo guckt sich um. Irgend so ein hypoallergenes, geklontes Katzenvieh. Die beiden Katzen sehen exakt gleich aus, vielleicht sind sie ja beide geklont. Wischt dir um die Beine rum. Jojo ignoriert das erstmal. Moment, du hast ja einen Marder. Nee, einen Waschbär. Ein Waschbär? Ja, ja, ein Bandit, ich hab genau zu sein. Wie reagiert so eine Katze auf so einen Waschbär? Die sind sich eigentlich egal. Der ist kein Beutetier und sie ist kein Beutetier. Die würden sich erst dann anpissen, wenn der Waschbär anfangen wollen würde, mit der Katze zu spielen und umgekehrt. Das heißt, es ist der Katze egal, ob du noch Waschbär stinkst. Richtig. Sehr gut. Dann nischt. Okay, alles safe. Waschbär frisst aber auch das Katzenfutter der Katzen weg.
Das stimmt. Das mag sein, aber das ist, glaube ich, evolutionsbiologisch nicht so wirklich vorgesehen. Als ob da was vorgesehen wäre. Hehe. Ja, Jojo ignoriert die Katzen. Guckt sie halt einmal kurz in der Wohnung um. Wie beschrieben. Ja. Und ich weiß nicht, ob Vicky dann irgendwie in die Küche oder irgendwie, wo sie sich dann hinsetzt. Ja, die holt die Böttiche und dann könnt ihr euch ins Wohnzimmer setzen. Das ist halt super klein, ist klar. Klar. Ja, Jojo setzt sich hin. Pass auf, mein Hiersein hat zwei Gründe. Zum einen wollte ich mir angucken, wo das ist, weil wenn du mich anrufst und ich, wenn wirklich irgendwas sein sollte und ich dann lange suchen muss, wäre das scheiße. Und zum zweiten wollte ich dich fragen, worauf ich mich da genau einlasse, wenn du mich rufst. Denn es ist nicht so, als ob ich nicht gesehen hätte, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Ich weiß, dass du krank bist. Ich weiß auch, dass es was Chronisches ist. Und ich weiß auch, dass es irgendwas Degeneratives ist. Ich könnte jetzt lange Vermutungen anstellen. Du musst es mir nicht sagen, wenn du es nicht willst. Aber wenn irgendwas sein sollte, wüsste ich zumindest ganz gerne, worauf ich mich einrichten muss. Huntington. Okay. Ich habe nicht vor, dich anzurufen, damit du mich pflegst. Das weiß ich, aber selbst wenn irgendwas ist, ist es schon mal ganz gut zu wissen, womit ich es überhaupt zu tun habe. Das wird dann keine Rolle spielen. Mir geht's darum, wenn ich bei irgendeinem Job oder was weiß ich was abkriege und einfach nach dem klinischen Aufenthalt halt jemanden brauche, der mir ein bisschen hilft. Wenn du halt eine Schussverletzung hast, brauchst du auch jemanden. Darum geht's. Na, dass es primär darum geht, ist mir schon klar. Aber trotzdem muss ich wissen, worum es geht. Oder will ich dann gerne wissen, worum es geht. Einfach, weil es Dinge gibt, die ich beachten muss. Das hat dann damit nichts zu tun. Da geht's halt darum, so, ne, dass ich dann halt eher verletzt bin und so. Ja, das ist alles richtig, Vicky. Und ich wollte dir auch nicht auf die Füße treten. Und überhaupt? Na, die alleine die Tatsache, dass ich es weiß, du hättest es mir gesagt, wenn du es gewusst, wenn du gewollt hättest, dass ich es weiß. Ja, ist doch okay. Entschuldigung. Ich rede natürlich auch nicht einfach mit jedem drüber, wenn du eh irgendwas so... Ich hab's gesehen, als ich nach den Naniten geguckt hab. Ach so. Jo. Nee, das geht darum, dass, was weiß ich, wenn das halt was ist, wie Verbände wechseln, was du ja nicht kannst, wenn du eingeschränkt bist, weil das zum Beispiel eine Oberkörperverletzung ist oder sowas halt. Okay. Einkaufen kann der Kühlschrank alleine und so. Ja, alles gut. Also, ich fand's nur fair, wenn ich dir A sage, dass ich's weiß und B ungefähr weiß, worum es geht, falls es irgendwas gibt, was ich beachten muss. Und wenn es um irgendwelche Medikamente geht oder was weiß ich. Alles gut. Standardmedikation habe ich nicht und ja. Na, no, aber das wusste ich ja nicht. Na, ist ja okay. Jo. Warum hast du eigentlich nach Agatha gefragt? Weil Kaban an der Sache dran ist, die irgendwie ein bisschen persönlicher ist und er Kontakte brauchte, die ihm Informationen vermitteln, beziehungsweise die ihm da weiterhelfen können, und
wir durch Zufall dabei bei den Nachforschungen über Agathe gestolpert sind. Okay. Und mit ihr gesprochen haben. Deswegen habe ich ja noch hier gefragt. Weil ich wissen wollte, inwiefern man ihr trauen kann und inwiefern nicht, weil ich sie nicht kannte. Und ich wusste, dass sie eine Schieberin ist und dachte, okay, vielleicht kennst du sie ja. 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 Die hat ein bisschen das mit mir gemacht, was ich mit euch gemacht habe, bloß anders und aus anderen Gründen. Weißt du, was ich meine? Der zweite Halbsatz, den er ist irgendwie gerade verschluckt. Die hat ein bisschen das mit mir gemacht, was ich mit euch gemacht habe, und das danach war dann irgendwie weg. Nur anders und aus anderen Gründen. Achso. Also ich meine, ich habe euch ja auch nicht aus Gutmenschentum irgendwie geholfen und so, ist ja klar. Das ist klar. Jo. Egal. Okay. Wenn sowas wie das Ding vor ein paar Monaten mit dem Studio. Ja. Das kann ich auf jeden Fall. Das, was ich da gemacht habe, kann ich immer. Ich dränge mich nicht auf. Aber wenn jemand gebraucht wird, weißt du bei mir halt, woran du bist und so. Und ich bin nicht blöd. Und sag, wenn was nicht ist. Und mein Gehirn funktioniert mit einer Buchse und mit Wi-Fi und allen und Drohnenkontrolle extern zu 100%. Das, ja. Du brauchst dich von mir nicht rechtfertigen, Vicky. Doch. Ich habe dich damals gefragt, ob du glaubst, dass du dazu in der Lage bist. Ich gehe davon aus, dass du so ehrlich bist, dass du mir sagst, wenn du der Meinung bist, dass du irgendwas nicht packst. Aber du hast Zweifel, das ist normal. Natürlich habe ich Zweifel. Weil ich weiß, wie schnell ich mich selbst überschätze. Und ich glaube, dass das jedem passieren kann. Das kann auch dir passieren. Es kann auch der Punkt kommen, an dem ich sage, nein, Vicky. Das und das und das bitte nicht. Oder das und das und das dafür nicht. Und das tue ich dann, weil ich dann glaube, dass es vielleicht für mich sicherer ist. Vielleicht kannst du es, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wäre es ein Risiko für mich, vielleicht auch nicht. Das kann ich dann nicht einschätzen. Aber das meine ich nicht. Ich werde dich auch weiterhin anrufen, wenn irgendwas ist. Nur bis jetzt war einfach nichts. Und wenn ich Hilfe bei irgendwas brauche und ich glaube, dass du mir dabei helfen kannst, dann werde ich dich auch weiterhin anrufen. Das ist überhaupt kein Ding. Hast du Kaban was gesagt? Nein. Das kannst du selbst tun, wenn du der Meinung bist, dass er es wissen soll. Ich kenne ihn nicht besonders gut. Ich weiß. Ich kenne auch eigentlich dich nicht besonders gut, aber halt mehr. Und ich hab, ja, bla. Ich denke, du wirst halt einschätzen, wenn du sagst, hier nicht, und kannst das für ihn mit einschätzen. Da muss er das nicht wissen. Das macht die Leute nur unnötig kompliziert. Und
Das macht's für keinen leichter. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass Kaban so ein furchtbar netter Typ ist und das sind halt die Schlimmsten. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Nee, ich sag ihm nichts. Danke. Wenn nochmal irgendwas sein sollte, also wenn ich dich nochmal brauchen sollte, was sein kann, dann rufe ich dich an, beziehungsweise wenn ich irgendwas hab wegen Mechanik-Krams. Dazu, ich kann es halt eigentlich nur in der Werkstatt machen, wo ich den Scheiß untergebracht habe, weil ich oft Werkzeuge oder Werkzeugdrohnen brauche, weil meine Hände nicht hundertprozentig zuverlässig sind. Das heißt, irgendwo hinkommen und irgendwas reparieren, das ist schwierig. Das weiß ich, das habe ich mir schon fast gedacht. Okay. Aber es das heißt nicht, dass ich nicht irgendwas irgendwo hinbringen kann. Jo, ich wollte es ja nur dazu sagen. Nee, ist okay. Wenn ich was haben sollte, rufe ich dich an und dann sagst du mir eine Adresse, wo ich es hinbringen soll und dann bringe ich es dahin. Ja. Okay. Dann. Jojo? Hm? Bei Mostrans hat man gesagt, es gibt keinen Weg, genetische Defekte durch Magie zu beheben. Hm. Ich weiß es nicht. Sag ich dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Alles, was ich machen kann, ist es irgendwann mal zu versuchen, aber jetzt ist gerade echt ein beschissener Zeitpunkt dafür. Darum geht's nicht. Ich wollte halt eine Antwort. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es versuchen. Jo, nach keine Ahnung. Das ist alles, was ich dir anbieten kann. Das ist Quatsch. Das zu versuchen ist Quatsch? Ja. Warum? Nichts gegen dich, aber wie lange bist du jetzt magisch aktiv? Wenn es möglich wäre, das damit zu beheben, dann hätten sie bei Mostrans auch einen Magier gefunden, der das kann. Also muss es irgendwas sein, was schwieriger ist. Wenn überhaupt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Jemand mit meinem Ausbildungsgrad und meinen Fähigkeiten war es halt nicht wert, einen Monat ins Nanitenbad gelegt zu werden. Das heißt, wenn ein Magier, der 2-3 Jahre Übung hat, das hätte beheben können, hätten sie es vermutlich gemacht. Ja, wahrscheinlich. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob sie es gemacht hätten. Wie gesagt, das war alles, was ich dir anbieten konnte. Ich weiß nicht, wie der Konzern mit sowas umgeht und inwieweit er gewilltes Geld für irgendwas auszugeben, was vielleicht ein paar mehr... Glaub mir, ich habe das oft ausgerechnet. Okay. Bevor ich gegangen bin und nachdem ich gegangen bin. Okay. Das Einzige, was ich irgendwann mal versuchen kann, ist, ob ich vielleicht Symptome lindern kann, aber... Weiß nicht, ob das geht. Ich weiß auch nicht, ob das geht, aber es wäre mal ein Experiment. Jo. Du spielst nicht gern Versuchskaninchen, hm? Kann ich verstehen. Mein Gehirn frisst sich auf, von daher weiß ich nicht, ob man da Symptome lindern kann. Es ist keine Krankheit. Ich habe keine Ahnung, ob man das kann. Ich weiß es doch nicht. Ich hätte es halt ausprobiert, dann wüsste ich es fürs nächste Mal. Jo. Vielleicht
noch nicht. Vielleicht bin ich irgendwann verzweifelt genug und bitte dich darum oder bezahle dich dafür. Werden wir dann sehen. Jo. Okay, ich würde jetzt nicht weit mehr von deiner Zeit rauben. Ich mach mal wieder los. Ich wollte eigentlich nur kurz mit dir reden und wissen, wo du wohnst, damit ich nicht suchen muss. Klar. Alles klar, mach's gut. Sie stellt ihren Kaffeebecher, den sie jetzt in den letzten Zügen austrinkt, auf den Tisch. Weißt du, der ist noch so, ich meine, was war das jetzt irgendwie, 10 Minuten? Der ist also noch gut heiß, aber schön hinter, damit man schnell gehen kann, bevor es noch unangenehmer wird. Nee, nicht bevor es noch unangenehmer wird, aber Jojo hat einfach gerade keinen Bock da drauf. Ja, ist ja okay. Du bist herzlos. Ja. Das ist schön. Du kleine Bitch. Jojo ist gerade echt herzlos. Das merkt man gar nicht, also es war okay. Da, was soll sie Vicky denn sagen? Es tut mir so leid, das will sie nicht eh nicht hören. Ich habe doch nichts dagegen gesagt. Doch wirst du ja wohl nicht abstreiten, dass es herzlos ist. Das ist richtig, aber Jojo hat andere Probleme. Du kleine, blöde Bitch. Oh, siehste? Das ist nämlich das Schlimme. Mit Deli wäre das der Tod gewesen, das hier spricht, Alter. Jo. Der wäre sie komplett eskaliert. Juti, du ziehst das Ding weg und machst dich vom Acker. Ich verstehe ja auch, dass du eigene Probleme hast. Immerhin bist du Jojo, in dem Kopf will man ja auch nicht zwingend stecken. Das frisst sich zwar nicht auf, aber das wäre vielleicht besser. Der wird von der Umwelt aufgefressen. So würde ich das nicht bezeichnen. Juti! Vicky kann ja mal tauschen. Den Kopf tauschen wird? Ich würde sagen, ihr seid euch echt einigermaßen ausgewogen. Zwar anders, aber schon. Ja. Jojo ist mal herzlos als Vicky. Was ist sie? Herzloser als Vicky. Na, Jojo hat noch den Vorteil, auch wenn sie völlig kaputt ist, dass sie wenigstens nicht weiß, sie hat nicht so einen progredienten Tod, weißt du? Das ist halt schon irgendwie doof. Ja. Sie. Ich meine, sie ist schon gestorben. Ja, ist sie. Sie weiß, dass es ja auch nicht so schlimm ist. Außer wenn man erstochen wird. Dann ist schon schlimm. Sie weiß, dass es gar nicht so schlimm ist, ja. Deswegen übt sie es auch so oft aus, also das Töten. Das ist ja auch nicht so schlimm, meiner. Flitz! Genau, so sieht's aus. Das geht auch so einfach von der Hand. Sie. Oh, Jojo war in den letzten Wochen mehrmals an dem Punkt, an dem sie dachte, naja, gibt schlimmere Dinge. Die White Russian haben nichts gegen Selbstmord. Jedenfalls nichts Effektives. Wir könnten die Todesschraube einfach aufhängen, auf die Versuche. Gut. Ich mag dich, Deli. Schön, Jojo ist weg. Würfel bitte mal Wahrnehmung und Fingerfertigkeit. Wer? Wir beide? Du. Ich? Ja. Kaban? Moment, Wahrnehmung und Fingerfertigkeit. Würfel mal bitte 6 Würfel für mich. Verteidiger gewinnt. Deine Mutter gewinnt. Also. Moment, Wahrnehmung ist ja eigentlich immer der Angreifer, ne? Yep. Was hast du denn so dabei? Ich soll Wahrnehmung würfeln? Nee, du hast doch schon gewürfelt jetzt. Also Moment, es kommt drauf an, worum es geht, wenn mir jemand was aus den Taschen geklaut hat. Nee, bevor wir die Diskussion anfangen. Also, bei Infiltration, wer ist da der Verteidiger, der die infiltriert? Ach so, ja. Nicht der, der wahrnimmt. Das ist richtig. So, bei Taschendiebstahl, wer ist da der Verteidiger? Der beklaut wird. Der beklaut wird. Das ist irgendwie nicht sehr einheitlich. Das ist aber sinnvoll. Bei Beschattung ist der Verteidiger, der beschattet. Das ist eigentlich auch komplett behindert. Natürlich ist das behindert, das ergibt doch keinen Sinn. Das ist auch nicht so. Doch. Also, du möchtest nicht beklaut werden.
Du möchtest nicht entdeckt werden. Sagen wir mal so, es ist derjenige, der aktiv etwas tut, ist der Angreifer. Und der, der wahrnimmt, der ist passiv. Der bekommt ja nur durch Zufall mit, dass er beklaut wird. Bei Jojo ja, aber das genauso damit, könnte ich dann bei Schleichen argumentieren, weißt du, was ich meine? Du versuchst dich aktiv an ihm vorbeizuschleifen und er guckt halt durch Schleichen und er guckt halt durch die Gegend. Trotzdem bist du als Schleicher der Verteidiger. Er macht ja auch aktiv eine Wahrnehmungsprobe quasi. Er guckt sich ja um. Weil wow. Wenn der sich nicht umguckt, Moment, dann musst du auch nicht... wenn er sich nicht aktiv umguckt, sondern nur in seiner Wohnung chillt und gerade vor der Glotze hängt, bist ja. du trotzdem der Verteidiger bei Infiltration. Aber ich finde die Argumentation trotz des White Russians gerade ziemlich merkwürdig. Ehrlich warum gesagt, ist mir das nicht aufgefallen? Müssen wir dann irgendwie sagen, dass derjenige, der aktiv etwas, also der, der passiv agiert, ist auf jeden Fall immer der Verteidiger. Das bedeutet, wenn... Also wenn ich mich irgendwo verstecke und jemand sich aktiv und jemand aktiv das ist viel zu wenig streamlined. Wir machen Folgendes. Der Spieler ist mal der Verteidiger. Ja. Nee. Also in diesem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, würde der Sinn gebieten, dass ich nicht der Angreifer bin, weil ich einfach nicht aktiv tue. Ihr habt folgende zwei Möglichkeiten, euch jetzt zu entscheiden und das dürft ihr als Team machen, wie es in der Zukunft aussieht. Entweder der, der Wahrnehmung macht, ist immer der Angreifer. Bei Infiltration, Beschatten und Diebstahl. Oder der, der nicht Wahrnehmung macht, ist immer der Verteidiger. Ehrlich gesagt, also besser wäre für uns natürlich zu sagen, der, der nicht Wahrnehmung macht, ist immer der Verteidiger, aber es ergibt einfach keinen Sinn. Ich weiß. Es ergibt keinen Sinn, es tut deswegen mir leid. Deswegen habe ich ja gerade diese Diskussion angefangen. Ich würde es umgekehrt machen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es sinnvoller ist. Es gibt bestimmte Ausnahmen, finde ich. Dann nicht mehr. Also, keine Ahnung, ich finde, wenn ich mich irgendwo verstecke und ruhig verharre und jemand nach mir sucht, bin ich der Verteidiger, aber... Ja, aber wenn, dann das muss machst du auch halt auf Infiltration. Ja, aber das machst du ja auch auf Infiltration, ja. Wenn du dich versteckst. Aber wenn du, Wenn ich versuche, mich an jemandem vorbeizuschleichen, bin ich der Angreifer. Richtig. Ja, aber wenn wir das so machen, wird es halt übelst oder anzuschleichen. Warum? Gesunder Menschenverstand machst du doch sonst auch immer. Das sage ich dir, weil eine Infiltration in ein Gebäude sowohl aus an jemandem vorbeischleichen und irgendwo verstecken besteht. Und zwar gleichzeitig. Sagen wir es so, wenn du nochmal eine separate Infiltrationsprobe oder irgendwas andere Probe verlangst, weil wir uns irgendwo verharren und jemand anders aktiv nach uns sucht, das kannst du doch gesunder Menschenverstand, Punkt. Also das hast du doch sonst auch immer hinbekommen. Hey, 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 hey. Also seit wann Moment, verlangst du aber noch hatte wirklich ich sonst einheitliche irgendwie schon Regeln? Einen halben Liter White Russian getrunken, ist die Frage. Ja, aber warum verlangst also ich du fast nach einen halben Liter auf. Wirklich einheitlichen Regeln? Also das ist ja für weil dich es sogar ungewöhnlich. Wäre. Okay, ich bestimme jetzt, meinetwegen bist du halt der Verteidiger. Und in dann Zukunft werde ich das auch mal bestimmen. Und wenn ihr dann sagt, ich bin der Verteidiger, würde ich sagen, Moment, ich bestimme. Dann würde ich sagen, warum? Dann würde ich sagen, wisst ihr noch das eine Mal, ein Jahr jetzt gefeiert haben. Und ich schon diesen scheiß verkackten, widerlichen Kümmel getrunken hab, weil Deli einen Strafschnaps gerufen hat. Ich. Da haben wir das beschlossen. Also, du bist der Verteidiger. Ich mach die Regel nicht. Ich du machst sie nicht, du hast ja recht. Es ist also folgendermaßen, du hast eine übelste Menschenmenge und drückst dich da so irgendwie durch, bist du ungefähr 1,10 Meter groß. Ein Kind vor dir ist nicht mal so gossenmäßig, ne? Also ich meine, die Mall ist schon einigermaßen aufgeräumt. Ein Lohnsklavenkind vor dir lenkt dich perfekt ab, dadurch, dass es dir voll kann in den Bauch rennt, weil es gerade umgesehen hat nach der riesig geilen Werbung von Epic Gunstars, dem neuesten Add-on, und du bemerkst, wie ein zweites Kind dir von hinten in die Jäckchentasche greift. Okay, kriegt man es irgendwie hin, dass die Hand festzuhalten oder irgendwas anderes? Nahkampf! Da Bola ist ja jetzt der Angreifer. Die Splitteraura, die würde zur Not Reaktion auch. Reaktion und. Sie würde irgendwas tun und sich umdrehen, auf jeden Fall, sodass es klar ist. Und also Reaktion und Geschick, sagst du. Ja, von mir aus auch Reaktion und 7 Würfel, bitte, Deli. Zwei Erfolge. Wupp, wupp. Heute ist zwei Erfolgetag. So, erstens ist heute zwei Erfolgetag und zweitens bist du jetzt der Angreifer. Hey, also Danny, du hast doch gar nicht gewürfelt. Doch, du hast doch gewürfelt. Hat er. Es ist also so, dass du den Dieb zu fassen bekommen willst,
es dir nicht gelingt, aber er hat auch nichts gegriffen. Und er wird sich dann in der Menschenmenge wegdrücken. Irgendwie haben wir jetzt durch die Diskussion kaputt geredet. Juti, weiterhin passiert nichts. Du gehst durch den Mall raus, schnappst frische Luft, hast noch irgendwie zwischendurch ein Stück Pizza geholt und bist fertig. Nein, hat sie nicht. Ich habe gesagt. Nein, hat sie nicht. Es ist ein Comlink-Gutschein auf deinem Ding gelandet, weil du nämlich der 100.422. Besucher in diesem Jahr bist, dass du eine kostenlose Pizza bekommst, also ein Stück davon. Nein. Und du wirst... Alles klar. Ausrasten. Karma zu, kein Ding von ging. Bist raus. Minus Karma. Jetzt wird gleich die Mall gestürmt von irgendwelchen Mostran-Sicherheitstypen oder so, oder irgendwelchen Terroristen oder so. Und du bist hungrig. Was machst du dann? Das ist eine gute Frage. Ja, jetzt wird jetzt gleich die Mall wegen irgendeinem terroristischen Anschlag direkt abgeriegelt und du sitzt da und bist hungrig. Oh mein Gott! Diese Person hat nicht den Gutschein eingelöst. Das muss ein Shadowrunner sein. Die sind paranoid und dumm. Attacke! Nö, oder haben einfach keinen Hunger. Nee. Das kann allerdings sein. Guck mal, ich meine, so wie die aussieht, Bulimie oder Magersucht. Oder beides. Touché. Das ergibt richtig viel Sinn. Ja. Dann habe ich 4 Tage lang nichts gefressen, aber mich wenigstens übergeben. Ich habe mich immer noch fett gefühlt. Ich habe Alzheimer-Bulimie. Ich fresse und fresse und fresse und vergesse das Kotzen. Ich habe den schon so oft gehört und ich fand ihn eigentlich nie witzig. Ja, das stimmt. Juti. Du bist raus. Und ich Afk. Und mir meine Tränchen wegwischen. Jetzt konnte der dir keine vergiftete Pizza unterdrücken. Juti. Rufe ich dich an und informiere dich über... Nee, du kriegst so Testmatches von wegen, ich habe vielleicht einen neuen Kontakt aufgetan, um mein Problem zu lösen. Mal gucken, was das wird. So, mehr steht da nicht drin. So, was hast du gesagt? Nachricht? Hallo, hör mich nicht zu. Nimm mal nie. Ich wurde gerade abgelenkt. Das war mir schon klar. Immer diese Real-Life-Spinner. Schrecklich. Von wegen, du kriegst eine Nachricht, dass ich halt neuen Kontakt aufgetan habe, um ein Problem zu lösen, eventuell. Mhm. Und ich mal schaue, was das so wird. Mehr steht eigentlich nicht drin. Dann kommt von Jojo zurück, alles klar, wenn du genau weißt, sag Bescheid. Mach ich, er meldet sich nur noch nicht. Er hat sich nur noch nicht gemeldet, so heißt es. Gut. Dann kommt von ihr noch sonst alles klar. Ja, ja, alles cool. Müsste halt vielleicht nur bald mal wieder Geldreserven auftanken. So schlimm, so viel ausgegeben in letzter Zeit. Ja, leider. Leben ist teuer, komm zurück. Ja komm, du hast doch bestimmt noch wieder deine 10.000 Nuyen Reserve oder so. Nee. Ich bin Stand jetzt bei 5.800. Das geht doch noch. Ich war lange Zeit mit weniger unterwegs. Ja, also so 5.000 ist so die magische Grenze, wo man eigentlich nicht runterkommen möchte. Man braucht immer mal die Möglichkeit, noch eine AK zu kaufen und eventuell für einen Monat irgendwo zu verschwinden. Und ja, genau in dieser Perspektive, weil wenn man eine AK hat, kann man irgendwo verschwinden, das ist okay. Dann kommt von Jojo, nur dafür hast du doch mich. Aber trotzdem. Das ist alles, was dir das wert ist. Ein Aber trotzdem. Naja.
Danke, aber trotzdem. Ich weiß das, kann mich drauf verlassen. Das ist schon. Ja. Arschloch. Ja. Er ist mit seinen Gedanken, gerade wo ganz anders. Kevin. Wow. Man könnte auch Cedric nennen. Das ist auch ganz böse. Dustin. Ja, Cedric. Oder Justin. Dustin, Justin. Oh Gott. Wenn man so Zwillinge hat, ist das echt böse. Dustin und Justin. Alter! D&J. JD! Ja, eben. Schön, dass du so rufst. JD, komm runter. Ne? Herkomm. Ne? Du rufst einfach JD, herkomm. Ne? JD, herkomm. Und dann kommen da zwei Leute. Faszinierend. Damit rechnen die wenigsten. Zumal die auch noch gleich aussehen. Ich brauche Zwillinge. Dann kannst du ja mal Freya fragen. Muhaha. Nein, eigentlich brauchst du Vierlinge. Dann noch. Hm? Thomas, Urs, René und Kevin. Turk? Turk! Turk! Achso. JD und Turk. Ah, verstehe. Junge! Ja, ich habe Gehirnkleber auf. Mein Gehirn ist weich. Das frisst sich auch selbst auf. Ja, definitiv. Es liegt aber eventuell an den Umdrehungen von einem White Russian. Ich glaube, ich mache mir noch einen halben Liter. Vielleicht solltest du zwischendurch mal sowas wie Cola oder so trinken. Niemals! Oder Kaffee. Ich war kurz davor überlegen, ob ich, kennst du diese Kaffeeschokolade? Kennst diese du die? Was? Das gibt so eine, das heißt Schoka-Cola, das ist so, Ja, Panzerfahrer-Schokolade. Ja, vor allem ist die, voll mit, also er hat eine Platte von diesen Dingern genauso viel wie zwei, Tassen Kaffee, Koffein in sich drin. Mhm. Und wenn du davon so eine Dose frisst, dann bist du echt am Arsch. Verdammt, die wollte ich mir holen, das habe ich vergessen. Die Dinger sind super geil. Also für ein Festival oder wenn du mal wirklich eine Zeit lang wach bleiben musst, einfach damit dich damit dicht fressen. Die schmecken aber auch lecker, das ist eigentlich ganz geil. Zumal, ne? Mit Zucker und Koffein, das macht dich dann sowieso wieder aktiv und fit. Das ist top. So, nichtsdestotrotz, was tun wir denn noch? Wo keine NPCs dabei sind. Weiß ich nicht. Ui. Kaban, der Grenzer. Der Grenzer! Ja, Mahlzeit! Moment, habt ihr jetzt eine erkleckliche Zeitspanne übersprungen? Nee, aber Kaban. Ihr habt jetzt eine erkleckliche Zeitspanne übersprungen. Es ist jetzt so 19 Uhr inzwischen. Okay. Ja, ich gut. Habe mir quasi, ich habe mich in meiner ich habe ja einen Trainingsraum quasi, wo ich Taschendieb und so weiter, Taschendieb-Skills und so weiter lerne. Den hast du immer noch? Na sicher! Warte, da lass mich doch mal ganz kurz gucken. Ich hab den nicht aufgelöst. Lebensstil Unterschicht, aber diesen Raum hattest du von den Falcons als Unterbringung. Ach so, als es mal wieder brenzlig war. Heißt ja, stimmt. Na gut, dann haben wir das wahrscheinlich ja nicht mehr. Nichtsdestotrotz kannst du diese Puppen, die hast du auf jeden Fall noch, die kannst du bei dir zu Hause hinstellen, räumst ein bisschen Platz beiseite, okay, du hast trainiert. Sicher. Sehr gut. Ja, ja. Ich wollte nur darauf hinaus, dass dieser Raum nicht mehr zwingend zur Verfügung steht. Ja, ja, ist halt völlig in Ordnung. Kann ich mit um. Grenzer, was hast du gesagt? Hallo, hast du gesagt. Ja, moin, moin, hab ich gesagt. Junge, Alter. Weißt du, es ist doch folgendermaßen, ne? Warte mal kurz. Du siehst, dass eine Umleitung aktiv wurde. Nicht über eure Fleischdrohne. Oh. die könntest du natürlich selbst noch schalten, aber irrelevant. Es ist so, da ruft mich
ein guter Kumpel an, der die Auslebung der hierigen Gesetze kreativ interpretiert. Und ich kann nicht mal normal mit ihm reden, weil, pass auf, es ist der Shit, Bro. Wir arbeiten da ja zu dritt, ne? Der Chef und zwei Dudes, die kontrollieren. Mhm. Plus die Drohnen, aber der Rigger, den zähle ich nicht mit, weil es ist ein Rigger, komm schon, Alter. So, ne? Ja, ist sowieso mit seinem Kopf woanders, ja. Ich sage ja nichts gegen Rigger, aber die ich kennengelernt habe, sind halt einfach so irrelevant. Aber jetzt steht da noch der Aztec-Dude. Es ist ja nicht so, als würde der helfen. Es ist nicht so, als würde der mitkontrollieren, wenigstens bedrohlich dastehen, sondern, ey, ne? Anders. Ich muss nochmal anders anfangen. Aztec. Jaguar Security. Immer wenn ich von Nachrichten gehört habe von denen oder wenn ich Werbung von denen gesehen habe, dann sind das beinharte Typen. Die sind groß wie breit, aber alles Muskeln. Die haben Panzerung, die ist dick wie dein Schädel. Die haben Sturmgewehr im Anschlag, ne? So. Richtig coole Typen. Naja, wow. Richtig krasse Typen auf jeden Fall. Die sind schneller mit der Splittergranate dabei, als ich mit dem Taser, ne? So, das sind die Typen. Aber, was wir da stehen haben, das ist so ein Mensch, der ist dünn wie ein Spargel, nicht wie lang. Er ist auch nicht besonders groß. Er trägt Pickel als Zierat, wie andere Leute Tattoos, zum Beispiel die Kleine, die du dabei hattest. Egal, ich lenke ab. Die hat ja eh keine Titten. Also. Was war das letzte? Naja. Das Sauerkirsche. Jetzt schon. Sauerkirsche. Ja, das war nämlich auch gerade so. Ja, ich weiß schon. Deswegen hab ich das jetzt schon. Nicht vielleicht schon gesagt. Also. So, ne? Der Typ. Eine Brille. Der hat eine Brille auf. Es ist zwar eine AR-Brille, aber es sind halt nicht mal Goggles, wie man das halt im Dienst trägt, wenn man sich bewegen muss. Auch schnell, sondern so eine richtig fette, die ihm einfach fast bis zu den Grübchen geht, die er nicht hat. Fast bis zu den Lippen, die so schmal sind wie ein Zahnstocher, ne? So ein Typ, dem das Stirnrunzeln quasi einprogrammiert wurde. Und das lässt er immer dann erscheinen, wenn irgendwas auch nur entferntest nicht 100% regelkonform ist. Dazu ein Abstecher. Was interessiert das Aztec, ob wir nach russischen Regeln operieren? Die sind doch sowieso extraterritorial. So, der Typ steht daneben und guckt einfach zu, was wir machen und macht sich Notizen, schickt das an Aztec und dann werten die das aus und schicken das an die Staatsregierung. Damit die dann quasi mehr Leute schicken können und uns die Rechte wegnehmen können, damit mehr Aztec macht. Ich kann nichts mehr machen. Bro, wenn es irgendwas ist von wegen, ich muss mal wieder einen größeren Kadaver von dir durchbringen lassen mit so ein paar erwachten Geweihen oder was weiß ich, was du da hast. Es wird anstrengend. Ich weiß noch ein paar Punkte, also ich weiß ungefähr, wo die demnächst sind und wo nicht. Alter, es ist der Shit. Oh Gott, es tut mir echt leid für dich. Wow. Bei so einer Scheiße hätte ich auch keinen Bock zu arbeiten. Dieser Bürohengst guckt dir die ganze Zeit auf die Finger? Ja, das Ding ist ja, mein Chef, der war einigermaßen entspannt, ne? So saufen und so, da konnte man mit ihm reden. Aber der kann ja jetzt nicht mehr entspannt sein. Ist einfach. Boah, die gucken uns echt ziemlich krass auf die Finger. Und wenn wir nicht aufpassen, ich habe schon gehört, einer, der wurde halt einfach abgelöst und haben so einen Aztec-Überprüfer hingestellt. Der war dann groß wie breit und mit der Panzerung und allem, aber ich weiß nicht, ich finde den Job scheiße, aber ich meine, alles ist scheiße und der ist einigermaßen so, dass man damit leben kann. Ach, keine Ahnung. Ja, und vor allem kann man da ja auch vernünftig was nebenbei machen. Also, das ist ja, ne? Konnte man! Ja, eben. Heute. Aber jetzt machen die alles kaputt. Heute war es 500 Gramm THC-haltige Pflanzen. So. Die sind zwar legal, theoretisch, ne? Aber du musst sie ja verzollen. Hatte der vielleicht nicht. Früher hat mir gesagt, das geht so nicht. Die Hälfte davon müssen wir einkassieren, die andere Hälfte haben wir gerade übersehen, denn das eine Auge haben wir uns zugehalten, meiner. Dafür, dass wir es uns zuhalten, müssen wir aber noch 400 Millionen kriechen, jeder. Und dann können sie damit, naja, okay, 400 insgesamt, dann kannst du damit durchfahren und die andere Hälfte müssen wir dann mal verkosten, nicht, dass da Blei drin ist oder so. Heute haben wir das komplett einfach mal in der Asservatenkammer gepackt und dem Typ eine Randnotiz erstellt. Was ist denn da los? Eine Randnotiz. Oh ja, Gott. Du weißt schon, hier,
So. Ja, ja, der eben. Kriegt er halt noch Benachrichtigungen vom Gesetz. Also kriegt er nicht, wenn man ja, das kriegt er in 6 Monaten oder so. Ja, und dann ist es schon wieder verjährt. Kennt man ja, wie es ist. Ne? Na, da hat auch niemand was von. Na, ich halt nicht. Darum geht's doch. Es ist doch... Du! Soll ich dem Typen mal auf die Finger kloppen oder sowas? Hilft das? Lass das mal. Gut. Ich würde es ja nur gemacht haben. Also es ist, ich wollte es nur angeboten haben. Also mir wäre es lieb, wenn du das nicht tust. Ja, ich werde mit Sicherheit auch nicht deinen Namen denn dabei. Nee, lass das mal. Das bringt uns beiden nichts als Ärger. Ja, vielleicht hast du recht. Aber ich kann sowas nicht ab. Die mischen sich einfach in die gescheites Geschäfte ein. Und machen dann alles anders. Das ist doch... Ach, Veränderung war schon immer scheiße, Alter. Habe ich schon meiner Mutter gesagt, als sie mit 5 mein Zimmer umgeräumt hat. Ja, eben. Ich bin da relativ... Machst du dir gerade einfach Cornflakes? Ja. Ich liebe dich. Sorry, ich brauche gerade noch ein bisschen mehr im Magen. Ich fand's schön, dass ich es erkannt hab. Was war's letzte? Cornflakes. Punkt für sie. Das letzte war, dass seine Mutter scheiße ist und Veränderung schlecht. Genau. So, jetzt bin ich auch wieder bei dir. Also. Naja, auf jeden Fall ist schon scheiße, wenn so ein Typ da ist, aber auch gut. Nebenbei kannst ja immer noch, ja, mal gucken, ob die Leute vernünftig ankommen und dann uns Bescheid, oder mir Bescheid geben, wenn du weißt, wo der Typ ist. Dann... Bro, ich mach alles, was ich kann, aber es wird echt hart. Hm? Ich kann gucken, wo du halt lang kannst, ohne dass da gerade so ein Typ steht, aber irgendwie was vorbei oder so, wie früher, es wird echt richtig scheiße. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Ich meine, dein Chef verdient ja auch nichts mehr momentan. Ja, aber der will halt nicht noch weniger verdienen, nämlich nichts. Das ist schon klar. Wenn es ganz schlimm läuft, dann musst du dich mit einem der... Dann musst du halt das Zeug im Wald holen, ne? Und dann halt deinen Gewinn minimieren. Und das entweder über gewisse Syndikate oder irgendwelche Gangs oder Schmuggler reinschaffen lassen und nicht über dich, weil das Risiko für dich dann halt zu groß wird. Ey, scheiße, ey. Aber da könnte ich dir Typen nennen, die da ganz okay sind. Ich meine, das Positive, also ich bin ja generell ein optimistischer Typ, ne? Das Positive ist ja, in so einer Situation würden manche Leute ihr Geschäftsfeld erweitern. Leute, die nur Drogen reinschaffen, die bringen da jetzt vielleicht auch noch eine Pistole mit rein. Oder Leute, die nur eine Pistole mit rein bringen, die bringen vielleicht noch so ein Vierender mit rein. Ich hoffe, du schießt nicht nur Vierender, das würde sich wirklich nicht lohnen. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. Ne? Also ich denke, da könnte ich dir ein paar Typen quasi nennen. Ja, die Liste würde ich mir, die Namen würde ich mir auf jeden Fall interessieren. Und nee, wir machen das, pass mal auf, damit wir mal zum Punkt kommen. Wenn du jetzt halt in den Wald gehst, du gehst ja meistens nicht nur einen Tag, ne? Hm? Und du packst deine gesamte Lieferung, alles was illegal ist, das Fleisch ist Wurst wie immer. Wenn es Fleisch ist von Tieren, die theoretisch Artenschutz haben oder wachten Tiere, dann zag es so, dass man es nicht merkt. Mhm. Und alles, was halt so magisch mäßig gilt da, schaffst du erstmal in einen Ort, entweder du vergräbst den Wald oder was weiß ich, wo du dann eine Lösung findest, außerhalb der Stadt ist ja meistens noch okay. Nimm mal den Radius von Orten, wo du es verstecken würdest, noch ein bisschen weiter, so 1 Kilometer oder 2 drauf, weil die auch ein bisschen außerhalb patrouillieren und gucken. Und dann machst du eine richtig große Ladung fertig und dann sagst du mir Bescheid und dann finde ich hier einen Typen, der es reinbringt. Okay. Machen wir das so. Das kriegen wir hin, denke ich. Okay, der Grund, warum ich dich angerufen habe.
Ich bin nämlich auch gerade ein bisschen dabei, meine, ja, ich sag mal so, Freunde, Bekannten etc. zu erweitern. Und da wollte ich einfach mal fragen, ich habe da so jetzt einen Namen gehört, von jemandem, der halt auch zwischendurch mal was bewegen kann. Und wollte einfach mal fragen, ob du den kennst, wie du den einschätzt, wenn du ihn kennst. Der nennt sich Pierce. Sagt das was? Klingelt das bei dir? Nee. Gibst du mir ein bisschen Zeit? Hm? Der klingelt gar nichts. Ja, du, lass dir Zeit, Du, wenn, ich ruf dich zurück, dann treffen wir uns Grimme Schnitter? im Grimmischen Nidder. Und dann klären wir das bei so einem Hopfenblütentee. Klingt gut. Weil War schon lange nicht mehr da. da müsste ich mal ein paar andere Grenzer fragen und so, glaube ich. Bei uns Ja. kam man nie vorbei und ich war ja an mehreren Orten. Ich guck mal. Super, prima. Gut. Also ich meine, ich gehe davon aus, dass du nach jemandem bei mir fragst, den ich auch kennen könnte, ne? Klar, das ist jemand, der halt auch öfter mal was über die, ne, an euch vorbeibringt, etc. Oder mit euch zusammen was vorbeibringt. Gut. Oder ebenfalls brachte. Ich frage auf jeden Fall nach, also. Okay, prima, danke. Ich bin, denke ich, heute Abend im Grimmschnitt, erreicht ihr das? Nee, Alter, ich geb dir, also ich weiß es nicht, ich geb dir eine Nachricht, sobald ich dann da bin, ne? Also ich geb dir eine Nachricht mit einer Uhrzeit an dem Tag, kannst du es machen, ansonsten wird's halt, keine Ahnung. Klar. Okay, prima. Dann, und was sagt die Alte? Hä? Deine Welche Alte? Alte? Meine Deine Alte? Alte? Er war verheiratet, glaube ich. OT. Er lästerte immer über seine Frau Moment. mit mir. Oder Nee. seine Freundin, wie auch immer. Nee, 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 nee. Was der gemacht hat, war sich mit dir über Bitches unterhalten. Ja. Also ich meine, es würde ziemlich gut passen, dass ich das jemanden verpasst habe, der eine Frau hat. Klar hat der einen Ring am Finger. Jetzt, wo du es sagst, war das schon immer so. Deswegen haben wir uns auch im Grimmschnitter quasi über seine Bitch mal unterhalten. Sicher? Auch nur kurz. Das wirft mich Das war tatsächlich einer aus der Bahn. der sehr männlichen Abende. Es klingt nach einer Sache, die ich machen würde, aber ich dachte immer, der ist Single. Okay, die Frage war, was macht die Alte? Kann ja auch eine neue Alte sein, mir egal. Nee, der hat eine Ehefrau. Das hält schon. Wie alt wird der sein? So, paar 30, ne? Also, ich hatte den immer so im Ja. Kopf mit paar 30. Also ist der schon ungefähr über 10 Jahre verheiratet. Ach, was er immer macht, Alter. Nischt, was mir gefällt. Lass mal nicht über die reden. Da, pass mal auf, es gibt da so ein Mädchen, ne? Ah, hau raus. Ich möchte sie dir beschreiben. 100, 70, 80. Das mag dir noch nicht genug sein. Blauhaarig mit Giftgrün drin. Das beißt Cool. sich. Aber weißt du, was noch beißt? Sie. Sieh, das Kätzchen kratzt auch. Aber nicht zu Eieiei. doll. Und jetzt hältst du dich bitte erstmal fest. Ich sitze, ja. Sie ist durchaus bezahlbar. Aber ihre Aber Zähne sie. gammeln auch nicht raus. Pass auf, die Geschichte Ungewöhnlich. von ihr, ich meine, es ist ja nicht so. Als würde ich Frauen irgendwie objektivieren oder so ein Scheiß, Alter. Ich kenne ihre Geschichte. Ihre Geschichte ist die folgende. Die war quasi Mitarbeiterin eines Bordells. Ne, also hier, das Blue Cat. Und aus Gründen wurde dort die Atmosphäre ungemütlich. Die kenne ich wiederum nicht. Und so machte sich die Dame, die einigermaßen hohe Kundschaft gewohnt war, auf die Suche, das allein hinzubekommen. Sie war halt da naiv, sie ist ja auch 22, sagt sie. Denke ich auch, ne? Also, ihre Vagina ist 22. Sind wir mal ehrlich, das ist ja, worum es geht. So. Sie Richtig. machte sich also alleine auf den Weg.
Und es erging ihr schlecht. Aber dann traf sie auf mich. Und ich verschaffte ihr einfach ein neues Standbein. Nee, die hat dann irgendwie Gewerbe angemeldet und macht das offiziell und so ein Shit. Ist noch bei Kinderagentur. Aber, Alter, das Mädchen. Ich weiß, dass du nie so richtig hundertprozentig auf Nutten abgefahren bist. Richtig. Aber die ist halt nicht nur golden. Die ist auch nicht Diamant. Die ist nicht Platin. Das ist eine Mastermuschi. Aber das Problem bei einer Mastermuschi, ja, ist ja eigentlich, du machst alles mit, was sie dir antut, weil sie halt im Bett so dolle ist, ne, und so schön aussieht und so. Aber da musst du ja nichts mitmachen, außer ihr das Geld zu bezahlen, was vorher abgemacht war. Das heißt, dir bleibt die Entscheidung, sage ich ja, oder ist es mir jetzt gerade zu teuer, oder, ne, so. Das heißt, das ist die perfekte Mastermuschi. Das ist, Alter, Junge, ich gebe dir ihre Nummer, ich bin ein guter Bro. Ich habe auch nichts, bei der habe ich nicht mal was dagegen, dass da so viele andere Dödel drin waren. Ich mir denke, ist ein bisschen so, nee, die ist gut. Okay. Vielleicht mal, wenn ich nicht mehr vergeben bin. Ich hab dich gerade ganz gleich die Comlink-Verbindung. Nochmal. Naja, also ist dieses eine Mädel und naja, sie hat mich halt ein bisschen gecasht. Jetzt drück dich doch mal bitte so aus, dass ich das verstehe. Dass ich das tatsächlich verstehe. Ich bin momentan nur auf einer Speise quasi. Du hast eine Torte? Jo. Feste? Ja. Und die ist golden? Die ist gut, ja. Also definitiv golden. Ja, krass. Ja, so. Ja, mach. Was soll man machen, ne? Das ist schon das. Die lief mir einfach zum richtigen Zeitpunkt über den Weg irgendwie. Dann hab ich mir einfach gedacht, ich lasse nicht mehr los. Klingt ja echt ernst. Oh ja. Mal gucken. Noch nervt sie nicht, ne? Also, wie lange ist das denn? OT, wie lange ist das? Wann ist das? Geburtstag? Nee, ja, nicht ganz. War ja noch ein bisschen. Stimmt. Aber nicht viel später. Irgendwas um meinem Geburtstagraum ein bisschen später. Warst du nicht mit? Na klar war ich bei dem Geburtstag mit. Das siehst du, der Abend ist ein bisschen verkommen. Haben wir nicht Bierpong gespielt? Ja, unter anderem. Ah. Aber kannst du dich an die kleine Braunhaarige erinnern? Na Moment, wenn mein Bro die genaueren Augenschein nimmt, dann guck ich da weg und such mir die nächste. Für wen hältst du mich denn? Also kann ich mich natürlich nicht erinnern. Eine kleine Gothic-Stampe war das. Schwarze Haare. Keine Ahnung, du. Ist auch nicht so wichtig, aber die läuft total. Auch richtig schön wild. So lange schon? Moment, dein Geburtstag, ne? Der ist ja echt schon lange her. Oti, wie lange ist das denn ungefähr her? Du hast es doch vorhin noch gesagt, Alter. Der ist doch... Nee, Schnitzel und Blowjob-Tag ist was anderes. Dein Geburtstag war im April, sind wir 1. August, 2. 1. August. 4 Monate, ne? 6. Ah, nee, 4. Oh, Gott. Alter. Hey. Mathematik? Ja, was anderes. Ist nicht dein Leistungsfach, sagst du. Das war nicht mein Leistungskurs, nee. Ja, 4 Monate. Aber man weiß es ja, so eine Beziehung ist erst nach 3 Monaten wirklich, also eine feste Beziehung ist erst nach 3 Monaten wirklich so, ja, wo man sagt, okay, wir können was Festes haben. Also von daher. Ist man nicht 6 bis 10 Monate noch voller Hormone und kann überhaupt nicht einschätzen, was, naja, nee, Bro. Wenn du sagst, die ist es okay. Ich sag mal so. Irgendwann ist ja der erste Schub des Glücks vorbei, ne? Richtig. Wenn du dann nochmal sagst, okay, so eine Blauhaarige mit ein paar grünen Strähnchen. Zwischendurch wäre das was. Man will ja nicht immer das gleiche Dessert essen. Dann meldest du dich nochmal. Bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Eben. Ich mir auch. Naja, ne? Mal gucken, was das so wird.
Mach mal, du machst das schon. Und wenn ich merke, dass du zu schlimm wirst, dann sag ich ja auch Bescheid. Boah, die hat mich letztens zu einem Double-Date gezwungen. So schlimm ist es schon! Es ist schrecklich, oder? Abbruch, Junge! Double-Date. Aber es war okay, ich konnte das ein bisschen, ich habe das auch richtig organisiert, dann passte das. Na gut, okay. So mal... Okay, pass auf. Es ist ja so. Wenn du das einmal oder in ausreichend langen Abständen mal mitmachst und trotzdem mit mir hier ins Saufen gehen kannst, dann Eben. Ist noch alles safe. Erst wenn du sagst, ich kann heute nicht mit dir in Grimm schneller gehen, dann wird's verkehrt. Dann wird's verkehrt. Oder wenn sie mitkommen will. Nein, das wäre auch nicht gut. Also dann gebe ich dir einen Zungenkuss und sage, warum spannst du mir den Typen Ausschnitte, um dich zu retten? Das, ich glaube, ich möchte nicht darauf zurückkommen, aber... Du möchtest danke. Nicht, weil du es nicht besser weißt in dem Moment. Ich helfe dir doch nur. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Aber ich meinte eigentlich dich küssen, aber das ist okay. Nix gegen dich. Denkst du, für mich ist das ein Geschenk? Ich rette meinen Bro, Alter. Ja, ich fühle mich geehrt. Ich weiß das auch zu schätzen. Ich würde Ähnliches für dich tun. Das ist... Da reden wir mal über was anderes. Ich melde mich, sobald ich was von dem... Wie hieß der Typ? Pierce. Gehört habe? Mhm. Und dann treffen wir uns im Schnitter. Super. Läuft. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Hau rein, meiner. Jo, tschüssen. Piep. So. Ja, ich hab Hummeln im Arsch und kann nichts tun. Also, was tue ich? Ich trinke einen. Das war jetzt natürlich noch nicht ultra ausrastend und ultra lustig und so. Das ist ja klar. Also nee, es ist nicht klar. Wir wollten ja eigentlich, aber nee. Erstens wirkte der Alkohol noch nicht so stark. Und dann waren jetzt halt so ernste Gespräche. Naja, geht halt nicht anders. Und in der nächsten Folge wird das auch noch ein bisschen am Anfang... Nee, Moment. Ach genau, das ist jetzt 27a. Es ist also folgendermaßen. Wir haben ja irgendwie, weiß nicht, sagen wir mal, 5 Stunden 40 insgesamt gespielt den Abend. Und die erste Folge davon ging so ungefähr 3 Stunden 14 oder sowas in der Richtung. Da habe ich mir gedacht, Mensch, Trolli, das kann sich einfach kein Mensch reinprügeln. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Wie will man das? Nee. Das muss es schneiden. So, deswegen ist das 27a. Und das ist deswegen 27a, weil es sonst irgendwie durcheinander gekommen wäre und bla. Genau, das heißt, die nächste Folge wird dann auch noch ein bisschen ernster. Wenn Kaban und Jojo sich hier ins Jut unterhalten, darüber, dass sie einfach immer noch weniger zurechtkommt als er. Nicht? Kaban ist ja ein total vernünftiger Mensch, der will ja auch keinem was Böses und handelt auch generell nach der Maxime der Verhältnismäßigkeit, würde ich das nennen. So. Genau. Und dann die Folge drauf wird dann halt, da fahren sie mal wieder den Escalator. Ich mache so gute Wortwitze, ich könnte sterben vor Freude. So. Nee, das ist der Ausblick. Die dritte, die von dem Abend dann die 28 wird ein bisschen witziger und dann machen sie auch langsam zur Vorbereitung zur Schmuggel-Action. und dann, ja, das nehme ich einfach nicht vorweg. Für alle rechtlichen Fragen, Videobeschreibungen, die Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style und
Mein Name ist Trollballerina. Du hörtest White Russian. Und das ist gut. Mit mir, nee, mir fällt einfach kein scheiß Abschluss als ein, aber ist auch nicht so schlimm. Ich habe immerhin sonst Qualitäten als Spielleiter.